Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüle bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anführungszeichen gespielt. Kickersambach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer locker. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Hop. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuber erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, es liegt 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anführungszeichen gespielt. Kickersambach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer locker. Vergessen, geht wieder bei Null los und
Da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und den nächsten, let's bring. Hopp. 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 Und im Hintergrund hört ihr schon, die Fans von Kickers Offenbach wurden hier gerade begrüßt von unserem Stadionsprecher von Olaf Kruse. Und damit sagen wir auch Hallo hier im Kickers TV live vom Biberberg. Heute ist Derby, der OFC zu Hause gegen die zweite Mannschaft von den Jungs von der anderen Mainseite. Wir freuen uns extrem auf das Spiel. Und wenn ich sage wir, dann bin das ich und meine geschätzte Kommentatorenpartnerin zu meiner linken Seite. Hallo Laura, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, rot-weiße Grüße vom Biberberg und heute geht's rund, würde ich sagen. Heute geht's richtig rund. Das ist wichtig, dass wir heute ein ganz anderes Gesicht zeigen als noch in dem Spiel gegen Aalen. Und das muss heute einfach besser klappen. Und zwar mit diesen Jungs. Ich zeige euch hier direkt mal die Aufstellung unseres OFC. Und zwar gibt es da mehrere Veränderungen in der Startelf. Brinkies bleibt im Tor auf der linken Außenverteidigerseite. Dann Christian Achtschesen in die Innenverteidigung besetzen. Max Rossmann und Noel Knote. Und über rechts kommt Vincent Moreno. Davor auf der Doppel-6. Almin Misanovic von Beginn an und Jason Breitenbach auf der rechten Sechserposition. Davor dann zum ersten Mal in der Startelf in der Regionalliga. Dima Nazarov mit der Nummer 33. Über links dann Keanu Staude, über rechts Mike Feigenspahn und ganz vorne drin Jan Urbich. Das ist also unsere erste Elf. Aber natürlich haben wir auch noch eine Ersatzbank heute mit dabei, mit Lukas Becker, Rafa Garcia, Mike Vetter sitzt auf der Bank, Marcos Alvarez, Christian Derflinger, Noah Vuko, Björn Jopek, Ronny Marcos und Julian Albrecht. Und natürlich haben wir auch heute wieder einen Gegner. Laura, du weißt mehr. Ja, wir haben einen Gegner und zwar haben wir im Tor mit der Nummer 1 Simon Simoni. Dann haben wir mit der Nummer 2 Elias Baum, mit der Nummer 4 Dario Gebur, mit der Nummer 5 Finn Otto, mit der Nummer 6 Habrit Gotra, mit der Nummer 8 Daniel Dejanovic, mit der Nummer 9 Ignacio Ferri Julia, auch genannt Nacho Ferri, mit der Nummer 11 Maximilian Brauburger, mit der Nummer 17 Marc Wachs, mit der Nummer 25 Noel Futkeu und mit der Nummer 30 Jakob Bokjans. So sieht das also aus, die ersten 11 beider Mannschaften. Das Stadion füllt sich langsam im Hintergrund. Kommt nochmal eine der schönsten Fußballhymnen, die es überhaupt gibt. Und wir stimmen uns auch hier langsam aber sicher ein. Das Derby, das Main-Derby, sind wenige Kilometer nur rüber auf die andere Main-Seite. Heute treffen diese beiden Mannschaften endlich mal wieder aufeinander. Herzlich willkommen natürlich auch an alle, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben hier im Kickers TV. Wir bieten diesen Stream in jedem Spiel an und sagen auch heute wieder Hallo mit dem Vermerk, dass das heute ein ganz besonderes Spiel ist. Natürlich OFC gegen die Eintracht. Viele, viele historische Momente zwischen diesen beiden Mannschaften. Sowohl schöne als auch bittere Momente. Die Historie kennt keine Grenzen, ob das das Endspiel 1959 war oder die Gründung der Bundesliga. Es ist also eine Feindschaft, die vom Boden auf genährt wurde. Natürlich erstens lokal, aber auch einfach, was im Fußball zwischen diesen Mannschaften alles passiert ist. Heute treffen sie endlich wieder aufeinander und wir freuen uns extrem auf dieses Spiel. Gerade schon erwähnt, es gibt viele Wechsel in unserer Startelf. Entschuldigen müssen sich leider Dominik Wanner und Irvin Pfeiffer, die wegen eines Virus zu Hause es nicht mehr geschafft haben, rechtzeitig fit zu werden. Gute Besserung und viele Grüße natürlich an euch beiden auch nach Hause, dass ihr schnell wieder auf die Beine kommt und dass wir euch schon im nächsten Spiel wiedersehen können. Aber heute gilt es erstmal hier ganz, ganz heiße Temperaturen. Wir haben Glück, dass wir im Schatten sitzen.
Wir haben Glück, dass wir im Schatten sitzen und die Spieler, die haben Glück, dass es eine Trinkpause geben wird. Habe ich eben schon mal noch mal in Erfahrung gebracht. Aber es wird auf jeden Fall ein schwitziges Derby heute. Ein schwitziges Derby, du sagst es, so kann man das sagen. Jetzt seht ihr nochmal hier die ganze Waldemar-Kleintribüne auf der linken Seite, auf eurer linken Seite, Block 1. Der ist heute nur zur Hälfte geöffnet. Das ist nämlich ein Pufferblock, um die beiden Fanlager möglichst auseinanderzuhalten. Ihr seht also eine Barriere aufgestellt von Sicherheitspersonal, die Polizei und alle Sicherheitskräfte. Heute in Hessen einiges zu tun. Natürlich unser Derby hier, das wichtigere Derby. Und eineinhalb Stunden später spielen da auch noch zwei Mannschaften in Frankfurt. Also die werden heute ganz schön auf Zack gehalten. Wir wünschen der Polizei natürlich auch einen reibungslosen Tag. Muss man ganz klar erwähnen. Und es ist schön zu sehen, dass die Waldemar-Kleintribüne sich immer mehr füllt. Ich glaube, draußen stehen wahrscheinlich auch noch vereinzelt Personen. Die Uhr tickt runter. Nur noch 3 Minuten 50, dann rollt hier der Ball. Das Ganze heute wird auch übertragen vom Hessischen Rundfunk. Wir sind heute hier mit, glaube ich, 7 Kameras. Also aus jedem Winkel wird man das Spiel sehen. Unser Stream läuft natürlich auch und den könnt ihr auch direkt danach wieder auf YouTube frei empfangbar alles nochmal sehen. Hoffentlich mit einem guten Ergebnis für den UFC. Die 3 Punkte sollen eingefahren werden. Da hat der Christian Neithardt, unser Chefcoach, gar nicht lange drum rumgeredet. Die 3 Punkte müssen endlich da sein. Und mit denen im Rücken lässt sich es auch einfach einfacher Fußball spielen. Ja, das wäre natürlich ein super Motivationsschub, gerade heute im Derby. Lass uns die Hühnchen zu Suppenhühnchen machen und dann gehen wir alle mit guter Laune hier heute raus. Wortgewandt wie immer, Laura Schäfer hier. Wie lange ist es her, als du das letzte Mal da warst? Ich glaube schon einige Zeit. Ne? Ich freue mich immer, wenn du kommst. Ja, das ist lieb von dir. Ich freue mich auch. Nee, ich war jetzt tatsächlich, das ist jetzt mein erstes Spiel diese Saison, wo ich da bin. Ja. Letzte Saison ein paar auch gehabt. Heute wieder mit dabei. Vielleicht bist du heute unser Glücksbringer in diesem Spiel. So, 2 Minuten 45 noch. Ich glaube, wir schauen nochmal auf die Ausstellungen der beiden Mannschaften. Hier angefangen mit unserem UFC. Johannes Brinkies im Tor, da vorne im 4-2-3-1 mit einigen Veränderungen. Christian Achtjesen läuft heute auf. Er setzt also Ronny Marcos, dann in der Innenverteidigung Rossmann und Noel Knote. Dafür rückt Jason Breitenbach eine Position weiter vor und ersetzt Julian Albrecht. Knote dann also neben Rossmann in der Innenverteidigung über die rechte Verteidigerseite. Dann Vincent Moreno und neben Breitenbach auf der Doppel-6 spielt Almin Mesanovic mit der Nummer 26. Davor dann als Lenker und Denker und Kreativmann heute zum ersten Mal von Beginn an mit dabei Dima Nazarov, über links dann Keanu Staude und rechts Mike Feigenspahn, die also auf den Außenbahnen wirbeln sollen, und vorne drin Jan Urbich. Und ihr habt es im Hintergrund gehört, die Fans stimmen sich ein. Fangen an, ihre Lieder zu singen, um heute also hier ganz Großes passieren zu lassen und ihren Teil dazu beizutragen. Und jetzt laufen sie ein, die beiden Mannschaften, Kickers Offenbach und die Mannschaft von der anderen Mainseite. Angeführt von unserem Kapitän Maximilian Rossmann. Das Spiel leiten wird heute übrigens Schiedsrichter Lars Erbst zusammen mit seinen beiden Assistenten Manuel Bergmann und Tobias Hutmacher. Und auch heute haben wir einen vierten Offiziellen mit dabei, Maximilian Lotz, der also auch dafür sorgen wird, dass die Trainer Ansprechpartner haben und alles sich im Zaum hält. Boah, ich bin aufgeregt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, positiv aufgeregt. Vorfreude schwingt da auch mit rein. Aber die Stimmung ist bombastisch und da hat man richtig Bock heute. Richtig Bock. Was ich noch bemerken möchte, ist übrigens die Einlaufkids, die ihr gerade gesehen habt, präsentiert von der Rewe-Familie Güler. Das ist die D&E-Jugend von DJK Karl. Also schön, dass ihr heute unsere Einlaufkinder wart. Der Stream wird heute natürlich wie jedes Heimspiel präsentiert von der Sparkasse Offenbach. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns schon so lange unterstützt. Platzwahl, die beiden Kapitäne. Maximilian Rossmann und Marc Wachs von der Eintracht, mal mit der Nummer 17. Die Eintracht heute im 4-4-2-System, so stellen wir uns das vor, gegen unseren OFC im klassischen 4-2-3-1. Und die Seiten werden erstmal gewechselt. OFC spielt also in Richtung Bieber in der ersten Halbzeit. So, dass Mike Feigenspahn heute die schattige Seite in der ersten Halbzeit hat. Ja, ich glaube, das spielt am Ende aber keine Rolle, Marius. Ob Schatten oder Sonne, es wird sich heute einfach übers Durchhaltevermögen, über die
Kampfleistung und so weiter zeigen und heiß wird so oder so. Definitiv heiß im sonnigen Sinne, aber auch im fußballerischen Sinne. Da freuen wir uns drauf. Hier sehen wir gerade der Noel Knote, heute vom Beginn an mit dabei in der Momente Nummer 13. Und auch Johannes Brinkies, der, glaube ich, gerade nochmal das Wort übernommen hat, zusammen mit Max Rossmann. Die Mannschaft schwört sich ein. Heute müssen 180% kommen. Und dann wird das Ganze hier ganz anders aussehen als davor. Ja, und die Fans, die stimmen sich nochmal richtig ein. Die haben Bock. Die sind absolut heiß auf dieses Duell. Und gleich wird der Ball rollen. Die Frankfurter mit dem Anstoß. In wenigen Sekunden. Und dann pfeift Lars Erbs dieses Spiel an. Der Ball rollt. OFC ist im Spiel. Eintracht Frankfurt erstmal mit dem Anstoß. Jan Obich holt sich direkt den Ball. Abgeluchst von Marc Wachs zu Dima Nazarov. Der wird gestört von Wachs. Vorteil für den OFC. Es geht weiter mit Ballbesitz. Kickers Offenbach zurückgelegt zu Armin Mesanovic. Der zieht an, findet in der Mitte Dima Nazarov. Einfach mal draufgehalten. Und das ist ein ganz, ganz starker Schuss. Nach 20 Sekunden gespielt von Dima Nazarov. Und der hätte gepasst. Da lege ich mich fest. Aber der Torhüter Simon Simoni macht sich länger und länger und kratzt das Ding irgendwie aus dem Winkel. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Armin Mesanovic, der Dima Nazarov da in der Mitte findet. Und der einfach mal Volley abgezogen. Mann, war der schön, der Schuss. Und gerade so aus dem Winkel gekratzt. Erste Ecke für den OFC in der ersten Minute. Staude steht da bereit. Mit rechts reingezogen, dieser Ball am ersten Pfosten verlängert. Ach, Cesen, Kopfball gehalten, Tor! Der OFC führt mit 1:0. Torschütze Dimitri Nazarov. Und es steht 1:0 nach gerade mal einer gespielten Minute. Dima Nazarov eingewechselt. Strammer Schuss, holt die Ecke raus. Und dann ist es die Ecke. Abstoß erstmal irgendwie abgewehrt. Und dann kommt da Nazarov noch dran und schiebt das Ding über die Linie. Der OFC führt, und zwar wie früh. Geil. Einfach nur geil. Richtig geil, du sagst es. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Staude mit dem Eckball auf den ersten Pfosten verlängert von Achtschesen. Und dann ist es Dima Nazarov. Zweimal. Erst mit dem Kopf scheitert er am Torwart. Dann setzt er nach und haut das Ding da rein ins lange Eck. 1:0 für den OFC. Das Stadion ist wach. Wir haben die zweite Spielminute. Tor für den OFC. Erfolgreich die Nummer 33. Eintracht Frankfurt mit dem Anstoß. Dribbeln sich auf der rechten Seite erstmal nach vorne. Keanu Staude setzt hinterher. Aber der Abpraller wieder bei der SGE, die jetzt über die linke Seite kommen, und Mike Feigenspahn muss da jetzt drauf gehen, in die Spitze geschickt. Der ist aber zu lang für den Mann mit der Nummer 30. Das ist Jakob Bukjans. Der kommt da nicht mehr dran. Es gibt also den Abstoß für den OFC. Ja, und unsere Fans, die haben Bock. Ich halte einfach mal das Mikrofon rein. Ihr merkt, die Atmosphäre stimmt in diesem Spiel. Dimitri Nazarov in seinem ersten Spiel von Beginn an in der Regionalliga Südwest für den OFC zeigt hier direkt mal, was er kann, und schiebt ein zum 1:0. Mesanovic, Abpraller, landet dann allerdings bei Johannes Brinkies, der den Ball unter seinem Körper begraben kann und das Spiel gleich neu aufziehen kann. Das ist mal ein Start nach Maß. Wird auch natürlich unser Trainerteam extrem freuen, dass wir hier auch mal ein frühes Tor erzielen können. Unten seht ihr es nochmal eingeblendet. Das Ganze präsentiert von der Sparkasse Offenbach. Johannes Brinkies auf die rechte Seite zu Vincent Moreno. Der köpft den Ball erstmal ins Aus. Und von dort gibt es Einwurf für Eintracht. Die Frankfurter am Ball mit der Nummer 11. Versuchen sie es über die linke Seite. Nazarov ist aber da ganz eng dabei. Schiedsrichter pfeift ab. Es gibt wohl einen Freistoß. Ja, Foulspiel da gepfiffen. Foulspiel an die Nummer 11. Das ist Maximilian Brauburger. Etwas zu rigoros nachgesetzt. Aber genau das wollen wir auch sehen von unseren Spielern. Dass sie hier eben draufgehen, Körperlichkeit zeigen. Zeigen, dass sie Zweikampfstärke besitzen. Einfach Frankfurt mit dem langen Ball nach vorne. Noel Knote gewinnt das Kopfballduell. Breitenbach setzt nach, aber erstmal der SGE mit dem Pass nach vorne, dann auf die linke Seite Nacho Ferri, aber Moreno macht's ganz cool, schiebt zurück zu Johannes Brinkies und der weit rechts nach vorne in Richtung Urbich und in Richtung Feigenspahn. Zusammenprall zwischen Urbich und seinem Gegenspieler. Nazarov macht den Ball dann fest auf der rechten Seite, wird getroffen und es gibt den Freistoß für den OFC, gut gemacht von Dima Nazarov.
sehr trickreich, gut den Ball dann abgeschirmt. Und dann geht es hier weiter mit dem Freistoß auf Höhe der Mittellinie. Nazarov zurückgelegt zur Noel Knote. Und Brinkies schiebt drüber zu Rossmann. Zurück zu Brinkies. Weit nach vorne geschlagener Ball in Richtung Mike Feigenspahn. Schiebt den Gegner ab, ist auf einmal frei durch auf der rechten Seite. Wird jetzt gestört. Immer noch Feigenspahn, holt die nächste Ecke raus für den OFC. Und Keanu Staude macht sich schon wieder bereit dafür. Macht sich bereit. Und ja, die Frankfurter, die ziehen sich alle zurück in den Strafraum. Kein einziger bleibt mehr vorne stehen. Die haben jetzt ganz schön Schiss. Wir haben gesehen, der OFC ist wach hier in den Anfangsminuten des Spiels. 5 Minuten sind vorbei. 1:0 führt der OFC in der, ja, ich weiß, war es noch die erste, vielleicht schon der Beginn der zweiten Spielminute. Dima Nazarov war es, der unseren OFC in Front gebracht hat. Jetzt der Eckball. Keanu Staude steht bereit auf der rechten Seite, hebt den rechten Arm, dann die Ecke rein auf den kurzen Pfosten, erstmal geklärt, kommt aber postwendend zurück zu ihm, den Ball hält er noch im Spiel, nächste Flanke Staude, oh, und Christian Achtschesen verpasst am zweiten Pfosten, nächste Chance, Dima Nazarov in Richtung Grundlinie gespielt, Flanke kommt rein von Achtschesen, kommt aber zu hoch und landet dann im Endeffekt bei einem Eintracht-Spieler. Staude geht hinterher. Die SGE löst das dann trickreich durch die Zentrale. Noel Knote geht hinterher und Breitenbach erobert sich den Ball. OFC vielleicht jetzt die Chance zum Kontern. Nazarov auf der linken Seite setzt nach, verliert dann erstmal den Ball an seinem Gegenspieler. Und auch Christian Achtschesen geht nochmal drauf, bringt den Gegner dazu Fall. Das ist der Mann mit der Nummer 2, der da gefoult wurde, Elias Baum. Und es gibt Freistoß vor der Waldemar-Klein-Tribüne. Für die Mannschaft ganz in Schwarz. Kurz ausgeführter Ball, Ball aber noch nicht freigegeben. Wird zurückgepfiffen vom Schiedsrichter von Lars Erbs, der bis dato alles im Griff hat. Jetzt hab Achtstellung bei diesem Freistoß. Ja, Freistoß wird erneut ausgeführt. Du hast ja richtig gesagt, war leider ein bisschen zu früh. Konnten die Kicker sich aber positionieren und das ist ja auch ein Vorteil. Kurz ausgeführt und jetzt kommen sie über die rechte Seite. Mit Dribbling versucht und dann lange Flanke und Brinki rettet. Brinki rettet, oder? Ja, ein Gemuddel, Gekuddel hinten im Strafraum. Riesenchance für die Eintracht. Nach diesem kurz ausgeführten Freistoß kam die Flanke von Daniel Dejanovic, der früher auch mal in der OFC-Jugend gespielt hat. Findet dann den Kopf vom Mittelstürmer. Er ist ein ganz gefährlicher Mann, Nacho Ferri. Hier sehen wir es, setzt sich da im Kopfballduell gegen Rossmann durch. Brinki ist mit einer Glanzparade. Das war ganz wichtig. Und da ist ein bisschen Erde rausgeflogen. Also Riesenparade von unserem Schlussmann, von Johannes Brinkies. Verhindert hier das Gegentor. Freistoß jetzt. In der Folge wurde ein OFC-Spieler gefoult. Gibt den Freistoß für Johannes Brinkies. Gut pariert gerade. Und jetzt weit nach vorne. Suchen da Jan Urbich. Erstmal ist Wachs von der SGE da am Ball. Dima Nazarov holt sich aber die Kugel auf der rechten Außenbahn, schickt Mike Feigenspahn. Ball erstmal geklärt über die Seitenlinie, gibt den Einwurf für den OFC. Feigenspahn oder Moreno. Feigenspahn überlässt dann Vincent Moreno. Auf der rechten Seite, hier haben wir ihn groß im Bild. Vielen Dank an die Regie und in diesem Fall unseren Kameramann an Jason Calivas. Vincent Moreno guckt und findet Nazarov auf der rechten Seite, der zur Flanke ansetzen will, aber der Ball hat gehoppelt. Schwer, die noch rumzukriegen. Schwer rumzukriegen, aber richtiger Laufweg. Er löst sich auch mal aus der Mitte nach rechts außen. Schön zu sehen. Ja, variable Spielzüge sind da drin. Das war variabel, ja. Definitiv ein Spieler, der über seine Jahre sowieso immer den Atem der Gegenspieler im Rücken spürt und sich deswegen ganz gerne mal auf die Seiten rausfallen lässt. Druck jetzt von Moreno, der dazwischen geht und nochmal drauf geht. Pressball landet dann aber bei Eintracht Frankfurt. Und Nacho Ferri wird da bekämpft von Noel Knote. Breitenbach kommt dann auch noch mit in die Partie. Hat er einen mitbekommen, ich glaube einen Schlag in Richtung Schienbein. Von eben diesem, von Nacho Ferri. Ganz junger Mann, 18 Jahre alt, 1,92 groß. Ein richtiger Bulle da vorne drin. Breitenbach steht aber wieder. Und es geht weiter für ihn und weiter mit einem Freistoß für die SGE. Kurz ausgeführt, der OFC drückt. Mit Staude und mit Urbich. Eintracht erstmal auf die rechte Seite raus. Vorbei an Achtschesen. Dann in den Halbraum gespielt.
Und auf die rechte Seite, kein Abseits, immer noch die SGE ziehen jetzt in die Mitte, dann abgelegt auf Wachs, der mit dem Chipball in die Spitze sucht da, ich glaube Brauburger war es, findet aber nicht. Der UFC im Strafraum kann erstmal klären, Christian Achtschesen raus aus der Gefahrenzone und raus aus dem Spielfeld über die Seitenlinie, landet erstmal im Seitenaus, Einwurf Eintracht Frankfurt, Keanu Staude geht drauf und es gibt allerdings den Einwurf für Schwarz. Direkt vor Block 2, vor der Waldemar Kleintribüne, werfen sie jetzt den Ball zurück in die Verteidigung. Jan Urbig geht da hinterher und auch Mike Feigenspahn, der lauert auf diesen Pass auf die linke Seite. Erstmal gut gelöst von Brauberger. Und die SGE im Spielaufbau. Dejanovic in den linken Halbraum gespielt. Dann geht der Ball wieder zurück in die Verteidigung. UFC muss jetzt ein bisschen rausrücken. Marc Wachs mit dem Ball in die Mitte. Gut hinterhergegangen von Mesanovic. Allerdings nimmt er da einen Freistoß in Kauf. Aufpassen jetzt. Gute Freistoßposition. Knapp 30 Meter würde ich sagen. 27, 28 Meter vor dem Tor von Brinkis. Wachs und Dejanovic stehen da bereit für diesen Freistoß. Achtung UFC. Marc Wachs, jetzt bringt er ihn rein auf den langen Pfosten. Aber das ist sichere Beute für Johannes Brinkis. Den hat er gut abgeschätzt und pflückt ihn sich dann raus aus der Luft. Es ist wieder Zeit, sich zu sortieren. Brinkis schlägt ab auf die linke Außenbahn. Und direkt geht es hier in die Bewegung nach in die Mitte und auf die rechte Außenbahn zu Moreno. Der nimmt den Ball, den schönen weiten Ball nach unten und auf Breitenbach. Breitenbach versucht vorzustoßen, aber wieder auf links auf Mesanovic und jetzt wieder ganz nach links raus. Szenenapplaus, lange im Ball besetzt, das ist super. Über die linke Außenbahn, gefoult und gestellt von den Frankfurtern. Das gibt einen Freistoß für uns. Feigenspahn sagt auch, da wäre ich durch gewesen. Na klar gibt es hier den Freistoß. Da stellt der Gegner den Körper rein, gibt den Freistoß für den UFC an der rechten, beziehungsweise linken, pardon, aus 16er Kante. Mike Feigenspahn, der den Freistoß rausgeholt hat, orientiert sich wieder in Richtung Mitte und Keanu Staude und Dima Nazarov nehmen sich dem ruhenden Ball an. Staude gerade noch in Minute 1 eine gute Ecke geschlagen. Dima Nazarov kann natürlich auch Freistöße schießen, das ist klar. Aber Staude wird übernehmen. Der Mann auf der linken Außenbahn gerade mal gewechselt mit Mike Feigenspahn. Jetzt kommt also gleich der Freistoß hinein. 3-4 Schritte Anlauf für Keanu Staude. Den wird er mit viel Zug vors Tor ziehen. Jetzt kommt der Ball rein. Kurzer Pfosten. Erstmal geklärt auf die Brust von Jan Urbig. Oh. Abgeprallt. Jan Urbig muss hinterher. Macht das auch mit einem richtig guten Sprint. Ganz stark gemacht. Gibt wieder Szenenapplaus diesmal für unseren Youngster, für Jan Urbig. Ja, der wollte den Pass, glaube ich, noch in die Spitze spielen, wurde dann abgeblockt, ne? Haben abgeblockt, ja. Das ist sehr schade gewesen, aber die Idee dahinter war ja eine gute. Definitiv, den Ball wieder reinbringen in die Gefahrenzone. Klappt diesmal nicht, aber war schnell genug wieder hinterher, um sich den Ball zurückzuholen. Keanu Staude wird im Mittelfeld gefoult und es gibt Freistoß für den UFC in der eigenen Hälfte. Max Rossmann wird den ausführen, schreitet da jetzt entschlossen zum Ball. Dann kurz ausgeführt auf die linke Seite zu Christian Achtschesen. Der geht mal ein paar Meter vorbei am ersten Gegenspieler. Dreht dann doch nochmal ab und findet in der Mitte Jason Breitenbach. Der kriegt Druck von hinten von Nacho Ferri. Gut gelöst. Zusammen mit Mesanovic auf die rechte Seite gespielt. Neue Knote. Eins weiter zu Moreno. Kickers verschieben den Ball sehr gut. Feigenspahn immer wieder anspielbar. Jetzt geht er bis zur Grundlinie. Die Flanke kommt rein auf den kurzen Pfosten. Geklärt. Und es gibt die nächste Ecke. Da hat Feigenspahn sich sehr gut durchgesetzt gegen seinen Gegenspieler. Dann am ersten Pfosten Urbig, glaube ich, gesucht. Gerade noch so geklärt. Nächster Eckball UFC. Staude läuft zu Ball. Schießt, wird die Ecke schießen. Und die Kickers versammeln sich auf Strafraumhöhe. Wird es gleich losgehen. Jetzt sieht man hier nochmal die Wiederholung. Schön, wenn da der Schwarze nicht sein Füßchen dazwischen gehabt hätte, wäre das sehr gefährlich geworden. So ist das. Keanu Staude auf der rechten Seite jetzt mit dem nächsten Eckstoß. Die kommt rein auf den kurzen Pfosten, verlängert. Am zweiten Pfosten lauert diesmal leider kein Dima Nazarov. Obwohl, da kommt er doch und grätscht nochmal dazwischen. Aber dieser Ball kommt nicht aufs Tor, gibt den Abstoß für... Ja, ihr wisst es. Ja,
Abstoß. Simon Simoni, du sagst es. Torwart. Kurz ausgeführt. Druck von Urbich. Jetzt der lange Ball nach vorne in Richtung Nacho Ferri. OFC holt sich den Ball. Zurückgespielt zu Johannes Brinkis. Ja, und was macht er damit? Legt ich ihn ein paar Meter weit vor. Dann die Option links raus zu Christian Arcese, mit dem Kopf verlängert in Richtung Feigenspahn. Noch eine Verlängerung, geht aber nicht lang genug. Max Rossmann geht dazwischen, brachialer Einsatz da von ihm. Gegen Ball und Gegenspieler, erst den Ball getroffen. Der zeigt hier, Junge, ich tue weh. Freistoß schon ausgeführt. Kurz ausgeführt, Dernovic erstmal zurückgelegt in die Verteidigung. Der OFC presst mit Staude. Frankfurt weiterhin im Ballbesitz. Die Frankfurt im Ballbesitz über die rechte Seite. Versuchen es wieder mit einem Rückpass, weil die Kickers keine Lücken gelassen haben. Jetzt über die Nummer 17, über Marc Wachs, der ein bisschen nach vorne schreitet und die Flanke nach rechts versucht, aber schön geblockt. Und jetzt über die linke Seite mit der Nummer 30, Bogjans, der kurz in die Mitte anspielt, aber Breitenbach sehr aufmerksam. Und die Kickers im Ballbesitz versuchen sich hier erstmal ein bisschen Raum und Zeit zu verschaffen. Und der Ball geht zurück zu Brinkis, der jetzt wahrscheinlich erstmal Breitenbach anspielt. Sehr schön, sehr bedacht. Und über die rechte Seite müssen die Frankfurter jetzt hier ins Ausschießen, weil sie in Bedrängnis geraten sind. So ist das, guter langer Ball da gewesen von, ich glaube, Moreno war es. Und dann aber noch der grätschende Fuß von Wachs dazwischen. Von dort springt der Ball dann über Umwege ins Seitenaus. Verlängert jetzt von Urbich in Richtung Feigenspahn auf der rechten Seite in Richtung Eckfahne. Jetzt kommt die Flanke rein. Nächste Ecke für den OFC. Und Eckball Nummer 4, kann das sein? Ja, hast du mitgezählt. Und das ist schon, ich glaube, gegen Aalen war das so, ne? Im letzten Spiel, da hatten wir, glaube ich, zur Halbzeit 7 Ecken gegen uns. Diesmal nach 16 Minuten 4 Ecken für uns. Die Eckenstatistik wird jetzt hier im Stadion auch nochmal präsentiert. 4:0 Ecken für den OFC. Eine davon war erfolgreich bisher. Jetzt kommt gleich die nächste. Wieder von Keanu Staude in der 17. Spielminute. Komm Junge, finde einen Kopf. Und dieser Kopf muss dann mit dem Ball das Tor finden. Keanu Staude steht bereit. Eckball hinein, diesmal auf den langen Pfosten. Arcese, der hochsteigt, ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Christian Arcese, der sich da hochschraubt am zweiten Pfosten. So ungefähr auf Fünfer-Ecke. Und dann aber ganz knapp rechts am Pfosten vorbeiknöpft. Wir haben es gleich nochmal in der Wiederholung. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann, die Ecken kommen aber heute auch gefährlich. Wir sehen es hier nochmal schön auf den Kopf. Und ja, ist wirklich minimal. Eintracht Frankfurt mit dem weiten Schlag auf die linke Seite. Gut von Noel Knote dazwischen gegangen. Moreno geht dazwischen. Auch Breitenbach holt sich den Ball. Rechts rausgespielt auf Feigenspahn. Guter Kampf hier von der gesamten OFC-Mannschaft. Und Feigenspahn macht das Spiel erstmal ruhig. Spielt zurück bis zu auf die andere Seite zu Christian Arcese. Der nimmt dann Max Rossmann mit. Rossmann zu Almir Mesanovic, der sich in der eigenen Hälfte den Ball abholt. Knote. Chipball in die Spitze in Richtung Feigenspahn, aber der verliert das Kopfballduell gegen seinen Gegenspieler. Daniel Denovic hält die Kugel, spielt dann zurück. Und die SGE im Spielaufbau wird aber gestört von Jan Urbich. Immer noch läuft er da hinterher, aber sie spielen den Ball doch ab. Jetzt mal ein bisschen Platz. Achtung, ziehen da in die Mitte, immer noch. Jetzt der Pass in die Mitte, drehen sich an der 16er Grenze. Jetzt der Schuss, aber der geht rechts vorbei am Tor. Erste größere, beziehungsweise zweite größere Chance für den Gegner. Diesmal rauscht der Ball rechts am Tor vorbei. Brinkis wäre zur Stelle gewesen. Hier haben wir es gleich nochmal in der Wiederholung. Und da spazieren sie so ein bisschen durch unsere Abwehr. Da spazieren sie durch. Footcoy, der hier dann abschließt und ja, das Tor allerdings verfehlt. Ja, du sagst es. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele unser Fanradio hören und das Bild vom Hessischen Rundfunk sehen. Wir werden, ja, deswegen habt ihr die Variante kostenfrei uns zu hören und auch sogar zu sehen. Wir werden trotzdem, falls Leute im Auto unterwegs sind, das Spiel nicht gucken können, weiterhin im Fanradio-Modus kommentieren, wenn ihr euch denkt, ja, Mensch, was reden die denn so viel? Wir haben nämlich Fans, die hören von überall zu.
Keanu Staude. Gut, den Ball behauptet in der Zentrale. Dann Breitenbach, der verschiebt auf die rechte Seite in Richtung Vincent Moreno in die Schnittstelle gespielt zu Feigenspahn. Gibt Einwurf für die SGE. Okay. Ich dachte, der wäre noch abgeprallt. Ich habe es auch nicht ganz genau gesehen, aber Feigenspahn wurde gut in die Mangel genommen von zwei Schwarzen. Urbich. Auf einmal alleine durch, aber der Ball etwas zu weit weggesprungen. Das wäre vielleicht die Chance gewesen. Wachs jetzt im Spielaufbau für die SGE auf der linken Seite. In die Mitte gespielt, kriegt Druck von Breitenbach und müssen deswegen den Ball zurückspielen. Bis zum Torhüter. Jetzt auf die rechte Außenverteidigerseite. Die Männer in den schwarzen Trikots gerade im Ballbesitz. Kommen zurück in die Verteidigung. Druck jetzt von Urbig, kriegen den Ball aber gerade noch los. Dann in die Mitte gespielt. Und dann der weite Ball nach vorne. Immer wieder suchen sie da Futkoi, diesmal Noel Knote, der mit dem Kopf gut dazwischen geht. Und Breitenbach, der in der Zentrale beackert wird und gefoult wird, gibt den Freistoß für den OFC. Schon kurz ausgeführt, auf die linke Seite gespielt zu Christian Achtjesen. Der legt erstmal in die Mitte zu Mesanovic. Ja, dem missglückt der Ball so ein bisschen. Weiter Schlag von Eintracht Frankfurt in die Spitze. Das war zu hektisch gespielt von ihnen. Gut für uns. So kann Noel Knote den Ball einfach wieder aufnehmen. Und Brinkies zusammen mit Breitenbach und Knote ganz einfach ein Dreieck bilden. Und haben den Ball sicher an ihren Füßen. Brinkies auf die linke Seite gespielt zu Achtjesen, der eine Station weiter zu Staude. Ja, der Ball missglückt. Ballgewinn Eintracht Frankfurt in der Zentrale. Jetzt nochmal zurückgelegt zum Kapitän. Doppelpass. Jetzt der Mann mit der Nummer 30 mit dem Schuss aus der Distanz. Aber das ist sichere Beute. Lars Kisten hätte gesagt, ein Gewaltroller aus der zweiten Reihe. Armlos zum Glück. Brinkies macht den Abwurf. Und über die linke Seite kommen jetzt hier unsere Kickers. Aber ja, da ist gerade ein bisschen wenig Raum. Und die Frankfurter stehen gerade sehr offensiv. Aber bleibt ihr nichts anderes übrig, als uns zu fahren. Und die Kickers kriegen ihren Freistoß. Ja, und das nutzt der Schiedsrichter für eine Trinkpause. Heiße Temperaturen, ich glaube so um die 32, 30, 33 Grad. Und da ist eine Trinkpause definitiv mal ganz herzlich willkommen. Christian Neithardt gibt das die Chance, auch mit Christian Hock, unserem Sportgeschäftsführer, der natürlich immer unten an der Seitenlinie mit dabei ist bei der Mannschaft, ein paar Sachen zu besprechen, zu beraten. Was können wir den Jungs jetzt mitgeben in dieser Trinkpause, die etwa ja, 2, 3, 4 Minuten Länge haben wird? Bei diesen heißen Temperaturen kann man sich das schon mal gönnen. Auch die Fans da drüben. Ja, die werden wahrscheinlich aber eher ein Bierchen zischen als Wasser. Ich denke auch und ich hoffe, die Schlangen sind nicht zu lang. Diesmal bei den Kiosks, dass das schnell geht und alle ihre Abkühlung schnell bekommen. So wie unsere Jungs jetzt vom OFC, die hier Anweisungen bekommen von Christian Neithardt. Der hat jetzt die Chance, natürlich hier mal ganz kurz zu resümieren. Die ersten 22 Minuten und auch wir sind natürlich bombastisch in dieses Spiel gestartet. Nazarov, der das erste Ausrufezeichen gesetzt hat. Und damit meine ich nicht sein Tor, sondern diesen Distanzschuss aus 30 Metern per Volley, der fast in den Winkel gegangen ist. Und wir zeigen jetzt das Tor auch nochmal. Danke an die Regie, die uns das hier dann gleich einspielen wird. Präsentiert von der Sparkasse Offenbach. Und das resümierte nämlich nach diesem Distanzschuss, dieser Eckball. Staude verlängert von Achtjesen. Dima Nazarov zum ersten und zum zweiten. Und mit dem zweiten überwand er dann den Torhüter Simon Simoni im Tor des heutigen Gegners. Also 1:0. Danach kam ja, die SGE besser ins Spiel. Haben sie auch ein paar Chancen erarbeitet. Viel Ballbesitz auch gehabt, muss man sagen. Der OFC klärt das bisher immer ganz gut raus. Eine Großchance hatten sie nach der Flanke von der rechten Seite. Auf den Kopf von Nacho Ferri. Brillant gehalten von Johannes Brinkies. Und dann so ein paar Distanzschüsse. Aber auch unsere Flügelspieler heute mit einer guten Rolle in diesem Spiel. Rossi auf die rechte Seite gespielt. Der Ball landet dann aber im Seitenaus. Gibt den Einwurf für die Eintracht. Zurückgespielt. Jetzt hin und her in der Verteidigung. Dejanovic, der sich den Ball abholt. Erstmal tropfen lässt. Ist so ein bisschen ein Spiel auf Augenhöhe gerade.
Ja, es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir lauern und heiß sind und jetzt auch schon, wenn wir den Ball erobert haben. Leider ein bisschen zu lang, der Ball. Und jetzt kommt die Eintracht hier. Ja, viel Platz. Wahrscheinlich über die linke Seite. Aber unsere Abwehrspieler sind ganz wach und retten. Moreno rettet ins Aus. Ganz starke Grätsche. Und das war nicht gerade risikoarm. Denn das war so 16er-Grenze. Und dann grätscht er von hinten sehr schön seitlich vorbei, spielt mit dieser Grätsche noch den Gegner an mit dem Ball und deswegen holt er den Abschuss raus. Also besser kann man eine Grätsche eigentlich gar nicht ansetzen, wie Vincent Moreno das hier gerade gemacht hat. Der UFC jetzt mit einem kurz ausgeführten Abstoß in Richtung Mesanovic. Immer noch Mesanovic, chippt den Ball über seinen Gegner, der ist noch dran. Nee, doch nicht mehr dran. Es gibt den Einwurf. Ja, der UFC muss jetzt wieder besser in die Spur kommen. Geradezu fahrlässige Ballverluste in diesen letzten Minuten. Muss wieder richtig hochfahren, so wie zu Beginn der Partie. Wachs spielt den Ball in die Mitte. Neue Knote beackert immer wieder gut seinen Gegenspieler. Vincent Moreno zurückgespielt zu Johannes Brinkis, pardon, der dann links raus zu Achesen. Achesen dribbelt an, findet dann Chiano Staude mit der Hacke wieder zu Achesen. Achesen, immer noch Achesen, der die Wege nach vorne geht. Achesen, oh, mit dem Steckpass auf die linke Seite wählt er. Hätte er mal nach rechts gespielt, da wäre noch mehr Platz gewesen. Trotzdem ganz, ganz starker Lauf von ihm da, von links hinten bis ganz nach vorne in Richtung 16er Grenze. Nur der letzte Pass, der hat nicht gestimmt. Auf der rechten Seite wäre mehr Platz gewesen. Stattdessen jetzt Eintracht Frankfurt mit dem Versuch nach vorne zu spielen, aber Noel Knote steht da wie eine Bank in der Innenverteidigung. Langer Ball jetzt von Vincent Moreno in Richtung Urbich. Dima Nazarov setzt nach mit der Brust, der Ball dann aber bei Eintracht Frankfurt und wieder zurück. Oh, bei Mesanovic und wieder zurück bei der SGE. Das geht hin und her gerade hier im Mittelfeld. Breitenbach setzt nach, Frankfurt weiter im Ballbesitz und jetzt ist der Ball weg. Janu Staude saugt die Kugel da hinten ein. Nazarov, Chipball in die Schnittstelle zu Keanu Staude. Er dreht sich einmal, findet dann Jason Breitenbach und rechts raus zu Dima Nazarov. Nazarov hat mal eine Idee, einfach mal links rüber. Ganz, ganz stark gespielter Flugball auf Christian Achesen. Auf der linken Seite, gerade mit dem Sprint. Jetzt legt er den Ball erstmal zurück zu Rossmann. Der mit dem Pass zu Almi Mesanovic in der Zentrale OFC. Mit viel Ballbesitz in diesen Sekunden. Rechts rausgespielt jetzt gerade zu Moreno, der mit dem Pass in die Spitze sucht, da Feigenspahn. Ja, und so ein Einwurf für uns, das bringt auch mal ein bisschen Ruhe rein. Ja, bringt Ruhe rein. Und Moreno, der da sehr gut aufgerückt ist, der auch bitte sehr gut in der Offensive da mitarbeitet. Und trotzdem hat man nie Angst auf seiner Seite, dass da irgendwie Lücken entstehen. Jetzt Moreno am Ball, über auf der Strafraumhöhe, zieht er ab. Nein, er versucht nach links rauszulegen, geblockt. Und abgepfiffen vom Schiedsrichter. Da hätte er mit links abziehen müssen. Vincent Moreno so stark nach vorne gedribbelt. Dann hat er den Ball auf dem linken Schlappen gehabt. Das ist nicht sein starker Fuß, ist klar. Aber er kann es trotzdem versuchen. Somit hat erstmal die SGE den Ball in den Reihen. Die Chance gerade in der 28. Minute für Vincent Moreno. Leider ohne Torerfolg. Aber der UFC ist giftig. Vor allem im Zentrum machen sie immer schnell wieder zu. Und auch Noel Knote spielt eine ganz entscheidende Rolle hier. Osman mit dem Kopf nach vorne auf die linke Seite in Richtung Feigenspahn. Frankfurter holen sich den Ball erstmal zurück. Dejanovic, Chippass auf die linke Seite. Mit viel Überblick gespielt. Hält ihn gerade noch im Spiel, aber stoppt ihn perfekt für Vincent Moreno. Vielen Dank. Moreno weit nach vorne, abgeblockt dieser Ball. Landet im Seitenaus, gibt den Einwurf nur für den UFC. Ja, Moreno am Ball. Aber muss mal kurz die Schuhe zumachen anscheinend. Zwei Bälle im Spiel, okay. Zwei Bälle im Spiel, der eine wird dann jetzt gerade rausgeholt von einem unserer Balljungen. Jetzt also Einwurf, UFC, Vincent Moreno. Ich denke, weit nach vorne in Richtung Jan Urbich, das er mit dem Kopf verlängert. Nein, sogar bis zu Feigenspahn. Und der Feigenspahn dann abgelegt zu Urbich. Ja, schade. Der wollte den Ball am Gegner vorbei spitzeln, aber der macht sich breit mit seinen Beinen. Und deswegen landet der Ball dann doch im Seitenaus.
gibt den Einwurf für Kickers Offenbach in der gegnerischen Hälfte. Moreno zurückgespielt zu Knote. Knote dann die Verlagerung über Max Rossmann. Ganz links raus zu Christian Achtschesen. Der wird nicht angegriffen, denn der Pass in die Spitze in Richtung Mesanovic. Der geht zu Boden, wurde gehalten, aber das reicht dem Schiedsrichter nicht für einen Pfiff. Das reicht ihm aber und Jason Breitenbach sieht hier die gelbe Karte. Klar, das ist ein taktisches Foulspiel. Muss er geben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir davor nicht hätten einen Freistoß kriegen müssen. Durchaus. Also Mesanovic, der da zu Boden gegangen ist, der von hinten beackert wurde. Ich glaube, die Gelegenheit haben wir, glaube ich, nicht in Wiederholung, aber kann man sich natürlich auf YouTube nach dem Spiel nochmal anschauen. So müssen wir es hinnehmen. Frankfurt mit dem Ball nach vorne in die Zentrale. Dejanovic mit dem Chip-Pass in die Spitze. Feines Füßchen, aber Knote ganz stark gemacht. Wirft sich da rein, verlängert den Ball noch so, dass Brinkis ihn dann aufnehmen kann. Das war wichtig, denn der war mit ganz viel Gefühl da oben reingechippt. Christian Achtschesen zurück zu Rossmann. Rossmann treibt die Kugel mal ein bisschen voran. Immer noch Max Rossmann. Nicht genug Bewegung gerade im Aufbauspiel des OFC. Jetzt aber Dima Nazarov wird gefunden in der Zentrale. Dann auf Moreno. Eintracht Frankfurt setzt nach. Aber auch Moreno ist wieder da mit einer Grätsche. Müssen zwingender passen jetzt. Einwurf schon ausgeführt von Frankfurt. Dejanovic nach links gespielt. Hereingabe. Nacho Ferri. OFC klärt raus. Und zwar Breitenbach mit einem ganz langen Bein. Frankfurt bleibt dran, zieht dann ab aus der Distanz. Aber der Volley geht rüber. Kurz durchatmen. Kurz durchatmen. Das war ein ganz schönes Getummel im Strafraum eben. Wir haben nochmal die Wiederholung. Hier mit der Flanke, die Frankfurter in Schwarz. Und dann kommt Gott sei Dank keiner zum Abschluss, sondern ja, ein Kickersfuß ist immer noch dazwischen gewesen. Langer Ball auf Urbich, kommt erstmal nicht an. Neidhardt will wieder mehr Zugriff in diesem Spiel, das ist spürbar. Ruft jetzt von außen rein. OFC muss wieder giftiger werden, darf die SG hier nicht ins Spiel kommen lassen, während wir sehen, dass unsere Ersatzbank sich zum Warmmachen begibt. Frankfurt mit dem Doppelpass in der Zentrale. Ja, Mesanovic muss da mit zurückgehen. Jetzt mit der Flanke aus dem Halbfeld. Rossmann ist da. Hoch rausgeklärt. Obich pflückt sich die Kugel irgendwie aus der Luft, verliert sie dann aber wieder an Daniel Dejanovic. Der selbst U19-Bundesligaspiele für den OFC gemacht hat. Also eins in unserer Jugend gespielt hat. Guter Ballgewinn jetzt von Urbich. Zu Dima Nazarov auf der rechten Seite startet Feigenspahn. Feigenspahn auf der rechten Seite jetzt mit der Hereingabe. Mesanovic. Schuss, aber den setzt er leider über das Tor. Trotzdem gut vorgetragener Angriff unseres OFC. Wieder mal über die rechte Seite, wieder mal über Feigenspahn. Ja, starkes Vorspiel. Und dann über die rechte Seite, wie du schon gesagt hast, Marius. Der Ball kommt sehr gut, aber ist natürlich schwer anzunehmen. Der hüpft so ein bisschen hoch. Und ja, den dann noch reinzudrücken, das ist gar nicht so leicht. Aber die Kicker sind in der Gefahrenzone und die, ja, die wollen. Das sieht man. Die wollen. Und ein zweites Tor würde uns natürlich sehr gut tun in diesem Spiel. Das ist klar. Die Frankfurter im Spielaufbau unter Pfiffen von der WKT. Spielen jetzt den Ball zurück und das wird weiterhin mit lautstarken Pfiffen begleitet. Jetzt der Ball in die Spitze gespielt. Fehlpass landet bei Vincent Moreno. Der findet Feigenspahn, dreht sich einmal um sich selbst. Schön gespielt zu Dima Nazarov. Nazarov will direkt wieder rüberspitzeln zu Feigenspahn. Aber ESG holt sich den Ball erstmal zurück. Auf der linken Seite. Dejanovic zurück in die Verteidigung. Ballbesitzprozent, was würdest du sagen? Oh, ist schwierig zu sagen. Recht ausgeglichen, würde ich sagen. Wobei die Frankfurter in den letzten Minuten da ordentlich zugelegt haben. Jetzt kommt die Flanke von Frankfurt, aber Brinkis, der kann den gut runterpflücken. Keine Gefahr. So, eine missglückte Flanke, gar kein Torschuss.
So ist es. Und Breitenbach, ja, Pass auf die rechte Seite, kommt nicht an bei Feigenspahn. Ja, müssen sie konzentrierter wieder spielen bei diesen Pässen, das ist klar. Und unsere Waldemar stimmt an, steht auf, wenn ihr Kicker seid. Max Rossmann bearbeitet derweil Nacho Ferri, schießt ihn an und holt dem OFC den Abstoß. Clever gemacht von unserem Capitano. Stimmung hier bei uns auf dem Biberer Berg. Brinkis mit dem Abstoß weit nach vorne in Richtung Urbich. Der kommt mit dem Kopf auch dran. Die Verlängerung landet aber nicht bei Keanu Staude. Der kriegt den Ball an die Hand. Schade. Ja, muss der. Sowas kannst du machen. Ist ja Fußball, ne? Nicht Handball. Deswegen muss er das Foul bzw. dieses Vergehen dann auch pfeifen. Ist klar. Schade, sonst wäre er durch gewesen. Frankfurter im Aufbau. Wachs mit dem langen Ball nach vorne, findet aber nur den Kopf von Noel Knote. Vincent Moreno weiter zu Dima Nazarov. Der behauptet die Kugel stark auf der Außenbahn. Und dann setzt Feigenspahn nach. Allerdings mit einem Foul. Die Frankfurter im Ballbesitz über den Innenverteidiger mit der Nummer 5, mit Otto Finn. Und ja, ein Ball in die Spitze, der aber gut abgewehrt wird von uns. Und die Kickers, Staude am Ball, braucht ein bisschen, um anzulaufen. Und jetzt sieht er auf der rechten Seite aber... Feigenspahn, allein auf dem Torwart zu, macht nochmal einen Haken, Feigenspahn. Oh, und scheitert am Torhüter. Riesenchance für Mike Feigenspahn nach einem Traumpass von Keanu Staude mit dem Außenriss raus. Und das muss das 2:0 sein. Staude hier, der Superpass mit dem Außenriss genau in den Lauf von Feigenspahn. Der macht eigentlich alles richtig, lässt dann den Gegner auch ins Leere rutschen. Und dann kann er sich eigentlich die Ecke aussuchen. Verzieht aber ein bisschen in der Anspannung. Und der Ball geht zur Ecke. Oh, 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 Riesenchance für den OFC. Schade, dass das nicht das sichere 2:0 ist. Eckball in der jetzt gleich 38. Minute. Mesanovic steht bereit mit links. Almi Mesanovic auf den kurzen Pfosten gezogen, geht irgendwie weiter. Ein Frankfurter liegt auf dem Boden, rausgeklärt. Und Absicherung macht Jan Urbich. Boah, das ist eine Riesenchance für Mike Feigenspahn. Egal, weiter geht's. Der OFC klopft an am zweiten Tor. Mesanovic zurückgespielt zu Johannes Brinkis. Vieles richtig gemacht gerade. Brinkis jetzt mit dem Schlag nach vorne in Richtung Urbich. Der wird so ein bisschen weggeschoben und gerissen. Nazarov holt sich die Kugel, verteilt dann gut auf die linke Seite zu Christian Achtschesen. Achtschesen dribbelt an. Spielt zurück zu Dima Nazarov, der mit der Verlagerung auf die rechte Seite zu Moreno. Schön mit dem Kopf weiter zu Feigenspahn. Feigenspahn bleibt hängen am Gegner und muss jetzt zurückarbeiten, Mike Feigenspahn. Gut gemacht von Feige und von Breitenbach. Ins Ausgegrätscht diesen Ball. Gebt den Einwurf für Schwarz. Einwurf mit der Nummer 11. Maximilian Brauburger, der jetzt einen anderen Frankfurter sucht. Aber er wird ihn einfach nach vorne werfen. Verlängert. Aber da brauchen wir keine Angst haben. Maximilian Rossmann immer bereit. Und ja, harmlos. Die Frankfurter versuchen jetzt mit einem Einzeldribbling hier nach vorne zu kommen. Aber haben wenig Raum. Jetzt über die linke Seite. Linke Außenbahn. Kommt die Flanke? Ja. Aber harmlos. Harmlos, gut, dass Christian Achtschesen da allerdings noch mit seinem Scheitel drankommt. Und diese Flanke verlängert bis ins Seitenhaus. Sonst wäre da noch einer gewesen. Frankfurt mit der nächsten Flanke wieder ins Seitenhaus geklärt.
gibt den nächsten Einwurf. Ja, getummelt jetzt im Strafraum. Kurz ausgeführt allerdings dieser Einwurf. Frankfurt über die Seitenlinie. Und es gibt Eckball. Erste Ecke, nehme ich an, für die Eintracht. Wachs wird diesen ausführen. Das Ganze in der 40. Spielminute. Jetzt kommt die Ecke auf den kurzen Pfosten. Neue Knote geht mit dem Kopf hoch. Nachschuss, wieder geklärt. Und jetzt startet, oh, Urbich, der umgesenzt wird. Und das muss auch gelb geben, ganz klar, für den Mann mit der Nummer 2, Elias Baum. Urbich, der da gut gelauert hat und dann direkt sich drehen wollte um seinen Gegenspieler. Und dann wird er abgeräumt. Und Baum sieht zu Recht gelb. Also, jeweils eine gelbe. Auf beiden Seiten. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Erst gut rausgeklärt von Knote. Zweimal sogar. Und dann kommt Urbich. Boah. Und der wird dann schön umgesetzt. Ja, völlig zu Recht. Die gelbe Karte. Kickers jetzt mit dem Freistoß. Bossmann am Ball. Guckt sich aus. Staude hebt die Hand, aber Rossmann zurück. Ja. Zurück zu Brinkies. Erneuter Spielaufbau UFC. Maxi Rossmann am Ball. Weitergegeben zu Christian Achtjesen, der wieder zurück zu Rossmann. Die Eintracht lauert. Rossmann jetzt mit der Spielverlagerung und dem langen Ball in Richtung Feigenspahn. Der hält sich den Gegner von Leib. Feigenspahn, Doppelgrätsche dann da. Und Eintracht Frankfurt kommt an den Ball. In die Spitze geschlagen zu Ferry. Wird aber bearbeitet von Knote. Mit der Hacke wieder da vorbei. Knote holt sich den Ball. Kriegt dann das Foul. Und es gibt den Freistoß für den OFC. Gut gemacht von Noel Knote, der eine ganz tragende Rolle spielt, finde ich, in diesem Spiel bisher. Spielt sehr körperlich gegen seinen direkten Gegenspieler. Das ist meistens ist das der Futkoi. Oder eben dann, wenn die beiden Stürmer vorne mal tauschen, Nacho Ferri. Geht da immer sehr resolut dazwischen, wirft sich rein. Und das ist wichtig, auch gegen eine junge Mannschaft, das zu zeigen, dass du einfach mit vollem Körpereinsatz dabei bist und da bist. Macht er sehr gut. Brinkies. Freistoß nach vorne. Landet dann über Umwege bei Nazarov auf der linken Seite. Schön den Gegner getunnelt. Breitenbach spielt dann in die Spitze. Und über links ist etwas Platz für Mesanovic und für Achtjesen. Mesanovic stoppt nochmal ab. Jetzt zu Achtjesen auf die linke Seite. Schön weitergeleitet wieder zu Mesanovic. Mesanovic in Richtung Grundlinie. Immer noch Mesanovic. Der Ball noch im Spiel. Zurückgelegt zu Achtjesen. Und dann geht der Ball erstmal wieder zurück zu Rossmann. Rossmann mit dem nächsten langen Ball, aber der landet dann im Tor aus. Schade. Flankenchance so ein bisschen vertan. Eben da über links in der 43. Minute. Geht das Spiel jetzt langsam in Richtung Halbzeit. UFC führt weiterhin mit 1:0 durch das Tor von Startelf-Debütant im Pflichtspiel Dima Nazarov. Eintracht kommt über die rechte Seite. Rausgeklärt von Mesanovic war das. Ins Seitenhaus gibt Einwurf. Direkt gespielt, immer noch die SGE. Staude holt sich den Ball zusammen mit Nazarov. Nazarov jetzt verteilt auf die rechte Seite zu Feigenspahn. Nächste Chance für Feigenspahn. Feigenspahn mit dem Schuss und diesmal hält der Torwart. Riesenchance. Zweimal perfekt bedient. Diesmal wählt er die Gewalt. Und der Torhüter hat gerade noch die Pranken dran. Traumpass von Dima Nazarov in der 44. Hier sehen wir es nochmal aus der eigenen Hälfte gespielt. In die Spitze zu Feigenspahn. Und der mit dem Schuss. Und da kriegt der Torwart doch tatsächlich gerade noch die Hand dran. Wahnsinn. Nächste Ecke für den OFC. Keanu Staude wird sich die wieder schnappen. Boah, und es ist schwer, hier nicht an den Sitzen zu bleiben, ne? Ja, das fällt einem wirklich schwer. Hat er seine Hand noch da dran und kriegt der Simoni. Das wäre zu schön gewesen, kurz vor der Halbzeit. Das wäre richtig schön gewesen. Und auch psychologisch so wichtig. Keanu Staude. Legt sich Seis drum. Jetzt zur Ecke. Staude hebt den Arm. Jetzt kommt die Ecke herein in Richtung Elfmeterpunkt. Erstmal rausgeklärt. Absicherung ist bei Vincent Moreno. Spielt den Ball zurück
zu Brinkies. Vielleicht nochmal ein langer Schlag. Ich habe gar nicht gesehen, was der Schiedsrichter für Nachspielzeit anzeigt. Ach, Jason verlängert den Ball, aber diesmal ins Nichts. Boah, was eine Riesenchance das war. Das tut richtig weh, dass der da nicht reingegangen ist. Und auch der davor natürlich. OFC könnte schon 3:0 führen zur Halbzeit. Das würde das Ganze alles ein bisschen gemütlicher machen. Eintracht Frankfurt mit dem Chip-Pass in die Spitze. Allerdings Abseitsposition, gut gesehen. Vom Schiedsrichter gespannt und auch von dir. Hast du vorher schon erkannt, oder? Ja, ich glaube, das war ein eindeutiges Abseits. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber man sieht, wie gefährlich die dann doch mal sind, wenn sie sich vorne in die Spitze lösen. Und Futkeu oder ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, der ist da vorne immer ganz, ganz groß dabei. Ja, ist natürlich schnell, löst sich dann. Hast du die Nachspielzeit gerade mitbekommen? Zwei Minuten. Zwei Minuten gibt es oben drauf in dieser Nachspielzeit. Christian nach Jason bringt den Ball nochmal hoch rein in Richtung 16er. Verwirrung erstmal in der Zentrale, dann Wachs mit der Verlagerung auf die rechte Seite zu eben diesem Futkeu. Dribbelt jetzt an, spielt dann in die Spitze. Nacho Ferri abgeblockt von Knote. Gibt nochmal Ecke. In der 46. Minute. Steht auch einer für eine kurze Variante. Bereits. Rossmann steht am kurzen Pfosten. Wählen doch die Variante direkt reinzuspielen in Richtung Elfmeterpunkt. Kommt aber zu lang und landet dann im Endeffekt im Tor aus. Und es gibt Abstoß für den OFC. Nach 46 Minuten und 25 Sekunden steht es hier weiterhin 1:0 für den OFC. Er hätte erhöhen müssen auf 2 oder 3:0. Großchancen, beide für Feigenspahn. Beide Male hält der Keeper und pariert gegen Feige. Jeweils nach Traumpässen in die Spitze von einmal Staude und einmal von Nazarov. Feigenspahn auf der rechten Seite wird nochmal geschickt, wird dann auch betakelt und behakelt. Aber das soll die letzte Aktion dieser ersten Halbzeit gewesen sein. Ich gehe schnell runter und wir hören uns in der zweiten Halbzeit wieder. Der Ball auf dem Anstoßkreis. Und wieder hab ich so ein Gefühl. Kann man nicht beschreiben, kann man nicht erklären. Mauern ist zwecklos. Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. Und wenn der Weg auch steinig ist, gehen wir trotzdem weiter geradeaus. Wir stehen immer wieder auf. Wir kämpfen und fighten, wir jubeln und wir schreien. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht
und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, olé, dein Feeling ist okay. Wir kämpfen und wir fighten, wir jubeln und wir leiden, denn du bist unser OFC. OFC, olé, dein Feeling ist okay. Dann packen wir mit an, die Fans als zwölfter Mann, denn du bist unser OFC. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC, das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. Mama, die geht fremd. Als ich gestern heimkam, da stand sie nur im Hemd. Bei ihr war Antonio, der Kind aus Genua. Aber ich bin von ihr, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hessen, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die bin sie arm. Ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Unser Mar ist dreckig und die Fisch sind schon ganz krank. Der Nachttopf steht bei uns daheim als Bohle auf dem Schrank. Unser Mädchen lasse kann von Frankfurt an sich dran. Aber ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hessen, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die Binnen sie an. Bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Jeden Samstag renn ich zu den Kickers auf den Bäsch. Wenn die mal verlieren, ist unser Papa übers Wäsch. Die Kickers, die tun rennen und der Stadion brüllt hurra. Ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hessen, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die Binnen sie an. Ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hessen, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die Binnen sie an. Ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hessen, die sind da. Oh, Schorsch ist es schön.
Wenn am Wochenende das Stadion brennt, da kommen sie all angerennt. Ob jung, ob alt, ob warm, ob kalt, vom Bash ist dann Schalt. Oh, Schorsch ist das schön. Oh, Schorsch ist das schön. Die Kickers, das ist mein Verein. Für die gebe ich mein linkes Bein. Ärmel hoch und rein, der Ball, schon tobe sie all. Oh, Schorsch ist das schön. Wir stehen immer wieder auf. Wir stehen immer wieder auf.
wir sind alle da und wir wollen unsere Kickers sehen. Der Biblergeist, die Fahnen rot und weiß, der OFC. Die Macht am Main und Kai Sau hier will aus Frankfurt sein. Denn ganz egal, was auch passiert, ganz egal, ob du verlierst, weil du eins ganz sicher weißt, heute wird ein Tag in Rot-Weiß. Der OFC wird niemals untergehen, fest wird er ewig stehen, so wie der Biberberg. Der OFC wird wieder deutscher Meister, es ist eine Sache, die weiß man, nur wann, es weiß man nicht. Ihr werdet schon sehen, wie schnell sowas in Offenbach geht. Wir haben schon viel erlebt, doch wir kommen immer wieder her. Scheißegal, wir wollen heute nur eins, euch kämpfen sehen. Und wenn dann knallt der erste Ball, ist in Biberg Karneval. Und wenn der Mirko brüllt ein Chor, dann singt der Kickers ihren Chor. Der OFC wird niemals. Und herzlich willkommen zurück am Biberberg. Gegen die Eintracht aus Frankfurt, gegen die zweite Mannschaft heute hier. Wir haben in der ersten Halbzeit schon gut vorgelegt, direkt in der zweiten Minute mit dem 1-0. Und gucken jetzt mal, was die zweite Halbzeit bringt. Die Jungs stehen schon auf dem Platz. Gleich soll es losgehen. Marius ist auch wieder da. Grüßt euch. Ja, auch ich bin wieder zurück. Musste eben noch zu einem Interviewtermin in der Halbzeit. Aber pünktlich sind wir wieder da zur zweiten Halbzeit. Anstoß OFC. Die Mannhauser darauf steht bereit. Ich glaube, zwei Wechsel bei der Eintracht, ne? Keine bei uns. Und dann geht es hier gleich los mit diesem Anstoß. Dima Nazarov erstmal gedreht, dann links raus zu Achtschesen. Christian Achtschesen wird auf die linke Seite getrieben, aber hat den Ball immer noch so ein bisschen in seinen Füßen und kann dann zumindest den Einwurf rausholen. Achtschesen zurückgeworfen zu Maximilian Rossmann. Ja, der OFC hat eine gute erste Halbzeit gespielt. Muss sie eigentlich mit 2-0, wenn nicht sogar 3-0 führen. Urbich wird im Strafraum gefunden. Abpraller bei Nazarov. Der zieht ab! Und wieder so ein Start von Nazarov in der ersten Minute. Und diesmal rauscht er ganz knapp über die Latte. Er hat sich gedacht, ich mache das genauso wie in Halbzeit 1. Zweite Minute. War auch nur ganz knapp verfehlt. Starke Aktion von Nazarov, der allgemein in meinen Augen sehr, sehr gutes Spiel macht bisher. Absolut, hat auch diesen Traumpass gespielt zu Feige, kurz vor der Halbzeit. Gut dazwischen gegangen von Noel Knote gerade und es gibt Einwurf OFC, Feigenspahn in die Spitze geworfen in Richtung Urbich. Da hält sich den Gegner von Leib immer noch. Urbich. Komm, lass dich. Oh, vorher hätte er sich vielleicht fallen lassen können, aber diesmal klappt das nicht. Gibt Foulspiel gegen den OFC gepfiffen. Und deswegen Freistoß Eintracht Frankfurt. Tief in der eigenen Hälfte, kurz ausgeführt. Jetzt gehen sie über die rechte Seite. Langer Pass in die Spitze zu Nacho Ferri. Irgendwie rüber über Rossmann, immer noch Ferri. Abgeschlossen und wieder gehalten von Brinkis. Mann, Riesenchance
von Ferry und Johannes Brinkies macht das überragend. Bleibt ganz lange oben und stehen. Hier sehen wir es nochmal. Von Ferry hier trickreich gegen Rossmann und hat da eben auch einen bulligen Körper. Dribbelt sich dann durch und dann ist es Brinkies mit Hand und Fuß. Und das hat eh alles Hand und Fuß, was er macht. Ja, und dann haben wir sogar noch den Abstoß rausgeholt. Also es war eine glanzvolle Parade an der Stelle. Und jetzt Rossmann am Ball, der den Ball weit nach vorne schlägt über die linke Seite. Leider ist da nur niemand. Ja, hat er Staude gesucht auf der linken Seite. Der war aber in Richtung Mittellinie unterwegs. Deswegen kommt der Ball dann nicht mehr an. Einwurf Frankfurt nach vorne. Richtung Nacho Ferry. Kopf von Rossmann nochmal dazwischen. Und dann Breitenbach, der dazwischen geht. Und zwar gut dazwischen geht. Und dann Feigenspahn auf die Reise schickt auf der rechten Seite. Aber der war gedeckt. Er kommt da nicht mehr dran. Frankfurt im Spielaufbau. Der Torhüter, der diese Mannschaft überhaupt hier in der ersten Halbzeit noch im Spiel gehalten hat. Mit zwei Paraden gegen Feigenspahn. 1 gegen 1 Situationen. Feigenspahn kann weiter schrauben an seinem Tor. Würde ich ihm sehr gönnen, wenn er das in diesem Spiel noch schaffen wird. Jetzt aber erstmal die SGE über die rechte Seite. Scharfe Hereingabe, Staude ist dazwischen. Ach, Cezan auch. Und dann wird Freistoß gepfiffen für Eintracht Frankfurt auf der rechten Seite. Ja, so auf Höhe der rechten 16er-Ecke. Nachdem Christian Achtschesen sich da reingeschmissen hat, den Ball abschirmen wollte, war ein bisschen zu viel Gegner wahrscheinlich dabei. Ja, war ein bisschen viel Gegner dabei, ja. Jetzt gibt es hier den Freistoß. Den wird ausführen. Wer wird den? Wachs. Wachs wird den ausführen, ja. Zwei-Mann-Mauer haben wir gestellt. Und jetzt mal gucken. Wird wahrscheinlich weit auf den langen Pfosten gehen. Oh, nee, sehr zentral sogar. Und fast ein Eigentor. Uff. Vincent Moreno, der dazwischen grätscht. Und verhindert, dass der Ball aufs Tor kommt. Boah, allerdings war das ganz knapp dann über den Querbalken geklärt. Und es gibt Eckball. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Moreno am Elfmeterpunkt, kurz davor. Dann kam hier die Hereingabe, grätscht dazwischen. Rutschige Schienbeine, es ist extrem schwitzig, du hast es gesagt. Und diesmal rutscht er zum Glück über den Querbalken. Ecke Frankfurt. Kurz ausgeführt. Nee, doch nicht. Auf den kurzen Pfosten gezogen. Rossmann dazwischen. Und dann geht der Ball ins Tor aus. Und es gibt Abstoß für den OFC. Es ist ganz lustig, wenn man in Richtung Waldemar Kleintribüne blickt. Da ist dann oben unterm Dach ist dann quasi wie so ein Ballungsraum, weil da alle im Schatten stehen. Ja, ja. Es ist aber auch, ja, es ist schon übel. Ich will nicht tauschen. Wir sitzen hier ganz entspannt im Schatten. Ja, und die Jungs da auf der Waldemar Kleintribüne, die leisten wieder hier wirklich enorm was. Der Hitze ausgesetzt. Gut von Rossmann, jetzt den Kopfball gewonnen. Dima Nazarov dreht sich um sich selbst, schirmt zwei Gegenspieler ab, wird dann gefoult und es gibt den Freistoß für den UFC. Stark gemacht von Dima. Der hat ein ganz feines Füßchen, das haben wir schon gemerkt. Dima Nazarov, und das hat man natürlich auch gewusst. Und heute zeigt das. Dribbelt sich hier gegen zwei durch. Freistoß jetzt Max Rossmann. Rossmann blickt noch ein bisschen. Wohin? Jetzt aber der Chip-Pass in Richtung Urbich. Gegen zwei. Urbich wird abgeschirmt und wird zu Boden gerissen. Im Strafraum. Also das ist schon eine fragwürdige Entscheidung. Hier kein Elfmeter zu geben. Wird geklammert. Klar lehnt er sich auch ein bisschen gegen seinen Gegenspieler. Aber geht dann zu Boden. Genau wie Feigenspahn, der jetzt gerade gezogen wird. Auch das pfeift der Schiedsrichter nicht. Eintracht Frankfurt im Konter. Breitenbach geht dazwischen und auch Rossmann. Und zusammen mit Moreno spielen sie es da hinten dann gut raus. Feigenspahn, Moreno weit nach vorne. Der Ball landet noch nicht im ganz im Seitenaus. Jetzt im Seitenaus. Und wir gucken uns die Situation gerade nochmal an. Also. Rossmann, der erst köpft. Nee, das ist die falsche.
Sorry, das war die Situation von eben, wo Dima Nazarov sich gut durchgearbeitet hat. Jetzt müsste es die richtige sein. Rossmann also mit dem Pass zu Urbich. Und er wird da schon gehalten. Und dann wird er beackert und geht zu Boden. Also du sagst 50-50. Ja, ich sehe es nicht richtig. Also ob er jetzt gezogen wurde oder nicht, ist schwierig. Die sind da beide sehr körperlich aktiv. Ich weiß nicht, Marius, was sagst du? Ich hätte natürlich gegeben. Ja. Wenn ich die rot-weiß Brille aufsetze, dann definitiv. Aber wenn ich sie absetze und versuche es neutral zu beurteilen, dann kann ich es nicht genau sagen, leider. Spricht unsere Expertin, Laura Schäfer. Ja, also ich hätte ihn schon gern gesehen. So müssen wir damit arbeiten, dass wir ihn nicht bekommen. Und stattdessen jetzt einen Freistoß in der eigenen Hälfte ausführen. Max Rossmann. Den Ball flach nach vorne schlägt. Nazarov will direkt abtropfen lassen zu Christian Achtjesen. Das klappt nicht und landet im Seitenaus. Gibt erstmal Einwurf. Für die Eintracht vor ihrer eigenen Auswechselbank. Weit nach vorne. Breitenbach muss da drauf gehen. Macht das auch gut und spielt zurück zu Brinkies. Futkoi hat da schon wieder gelauert. Hatte den Fuß, glaube ich, dazwischen. Ne? Aber der Ball kam trotzdem gut bei Brinkies an. Knote und Rossmann. Rossmann zu Christian Achtjesen, der in die Mitte zu Staude. Der wird gestört. Staude will einen Trick machen. Nacho Ferri in die Spitze gespielt. Torschuss, Eintracht Frankfurt. Und der Ball landet im Tor. Das war ein folgenschwerer Fehler im Aufbau. Und die SGE gleicht hier aus in der 54. Minute. Wir sehen jetzt nochmal den Ballverlust und dann macht Nacho Ferri schnell, schickt dann Futkoi in die Spitze. Und der überwindet Brinkies. 1:1. Kurz schlucken und weitermachen. Anstoß OFC. Nazarov steht bereit. Sag jetzt auch, auf geht's, hochfahren, Jungs. Das Ding ist unser Spiel. Breitenbach. Zurückgelegt zu Knote. Der rechts raus zu Vincent Moreno. Dribbelt an, dribbelt in die Mitte, vorbei am Gegner, immer noch. Vincent Moreno wurde gehalten und gehalten und dann pfeift er den Freistoß. Freistoß für den UFC. In Breitenbach. Almin Mesanovic auf die rechte Seite zu Vincent Moreno. Der schiebt zurück zu Knote, der zu Max Rossmann. Und Rossmann treibt die Kugel erstmal voran. Immer noch Rossmann. Max Rossmann zurück zu Knote. Und der bis zu Brinkies. Neuaufbau. Brinkies. Links raus zu Christian Achtjesen. Achtjesen weit nach vorne in Richtung Jan Urbich. Staude ist mit dabei. Wachs klärt und es gibt den Einwurf für den UFC. Auf geht's, schnell ausführen, sagt Christian Achtjesen. Findet dann Staude in der Mitte, dreht sich einmal um sich selbst. Immer noch Staude. Muss zurückspielen. Zu Rossmann, der zu Knote. Die werden natürlich da vorne jetzt angelaufen von den jungen Frankfurtern. Aber lösen das gut über die linke Seite. Almin Mesanovic mit ein bisschen Platz. Spielt in die Mitte zu Urbich. Ja, wird auf den Boden gesetzt. Rossmann geht dazwischen. Abseitsposition, weil Rossmann das Gesicht von Nacho Ferri anschießt. Von dort tropft der Ball dann in Richtung Futkoi und er stand im Abseits. Verletzungspause jetzt. Ferri muss behandelt werden. Aber der UFC zeigt sich ungeschockt nach diesem Gegentor. Macht hier weiter, muss dieses Tor jetzt wieder erzwingen. Natürlich so eine Lage, wo sich viele jetzt auch wahrscheinlich bei den Zuhörern und Zuschauern denken, Mensch, sowas hätten wir gar nicht nötig gehabt, jetzt irgendwie noch zu bangen. Das hätten wir in der ersten Halbzeit entscheiden können. Aber weiter geht's mit Freistoß für den UFC.
gleich. Rossi steht bereit für diesen Freistoß. Führt jetzt aus zu Noel Knote. Nacho Ferri ist wieder drin. Und Rossmann spielt zu Staude. Staude behauptet erstmal den Ball, spielt dann zurück zu Knote. Knote mit dem Blick nach vorne, spielt rechts rüber zu Vincent Moreno. Alles noch in der Kickers-Hälfte. Pass in die Spitze zu Feigenspahn, geklärt. Mesanovic holt sich die Kugel. Verlagert auf die linke Seite zu Christian Achtjesen. Gut gemacht von Achtjesen. Sucht dann Staude. Aber Achtjesen wird zu Boden gerissen von Elias Baum. Unnötig. Der Ball war schon weg, ne? Unnötig, dass er da nochmal dran geht. Aber Freistoß für uns. Wir haben es nochmal in der Wiederholung. Mach nochmal bitte. Ist der Achtjesen, der sich langsam wieder berappelt. Hier sehen wir es. Gleich nochmal Almir Mesanovic mit dem Pass erstmal zu Achtjesen und der will dann vorbei. Macht das auch gut. Ja, und dann kommt Ferri. Das muss eigentlich eine gelbe Karte sein, weil da kommt er viel zu spät gegen Achtjesen. Rossmann und Breitenbach erarbeiten sich den Ball und wieder ist es Ferri, der mit dem Körper dazwischen geht. Aber Freistoß OFC. Mesanovic etwas zu weit vorgelegt, den Ball. Ballverlust. Frankfurt mit dem weiten Schlag nach vorne. Knote gut abgelaufen. Jetzt bekommen sie den Freistoß. Unsere Kickers. Ja, das Spiel wird ruppiger. Und auch die Ränge werden natürlich jetzt etwas ungehaltener. Gibt jetzt hier diesen Freistoß, kurz ausgeführt, direkt zu Brinkis. Brinkis rüber zu Achtjesen. Der wird jetzt angelaufen von Elias Baum. Achtjesen. Mit rechts nach vorne in Richtung Nazarov, weitergeleitet zu Urbig. Schade, den kann er nicht mehr mitnehmen. Und Wachs klärt erstmal. Einfach hinten rum. Hoch und weit nach oben. Breitenbach mit dem Kopf dazwischen. Zweiter Ball gehört allerdings der SGE, die sich hier dann spielerisch auf der linken Seite nach vorne spielen. Im Endeffekt kommt Achtjesen an den Ball. Kann das Spiel ein bisschen schneller machen. Spielt in die Mitte zu Nazarov. Er wird zu Boden gerissen. Schiedsrichter sagt nichts. Weitermachen. In die Spitze gespielt. Rossmann ist da. Passt auf. Spielt dann zu Achtjesen. Achtjesen zurückgespielt. Aber Einwurf UFC. Also das ist jetzt ein Spiel, was ruppig und ein bisschen in der Waage liegt. Ja. Kickers mit dem, ja, kann man so sagen. Die Kickers mit dem Einwurf. Staude am Ball, der in die Mitte schießt. Schicki links! Jetzt über die rechte Seite, langer, eröffnender Ball. Kommt jetzt die Flanke? Wir wissen es noch nicht. Nee, kurzer Ball. Mann! Feigenspahn geschickt worden in Richtung Grundlinie. Dann mit der reingegrätschten Flanke, die aber zu weit geht. SGE wechselt. Burkhardt geht vom Feld. Müller kommt aufs Feld. Gleich wird es weitergehen mit einem Abstoß für die SGE. Und der OFC wird auch wechseln. Marcos Alvarez und Ronny Marcos kommen aufs Feld. Staude geht runter. Für ihn kommt Ronny Marcos. Marcos also mal offensiv heute. Und Marcos Alvarez kommt aufs Feld für Jan Urbig. Die beiden kriegen Szenenapplaus. Weiter geht's mit Abstoß. Ja.
Frankfurt mit einem weiten Ball in die Spitze in Richtung Kutkoi. Kann die Kugel aber nicht mehr gut behaupten. Neue Knote geht dazwischen und es gibt Abstoß OFC. Gut gemacht. Markus! Und 31 Ronny! Und Alvarez, der ist ein Abgezockter. Der kann kaltschnäuzig vor dem Tor verwandeln. Er muss nur die Chance bekommen. Heute jetzt also mal in der klassischen Stürmerposition. Davor ja auch oft die Position, die Dimitri Nazarov jetzt bekleidet, ausgeführt. Jetzt also als Stürmer. Ja, ist ein Allrounder, kann in der Offensive ja so ziemlich alles spielen. Ist immer gut, wenn man so Leute auf der Bank hat, die man da flexibel einwechseln kann. Jetzt die Kickers mit dem langen Ball, aber leider abgefälscht. Und jetzt die Männer in dem schwarzen Trikot am Ball mit der Nummer 27. Müller, der gerade eingewechselt wurde. Jetzt geht es wieder hinten über die Abwehr und über den Torwart. Die SG versucht aufzubauen. Langer Ball jetzt von Simoni auf den Kopf von Nacho Ferri und auf einmal kommt die Eintracht über die rechte Seite. Chip Pass wird länger und länger, aber dann ganz sicher in den Armen von Johannes Brinkies. Der abrollt zu Jason Breitenbach und rechts raus verteilt in Richtung Feigenspahn, muss abdrehen, OFC muss wieder den Drang nach vorne finden. Knote zu Rossmann. Rossmann links raus zu Christian Achtschesen. Wieder zu Rossmann und der zu Brinkies. Also OFC weiter im Aufbau. Einfach Frankfurt verschiebt. Clever. Wenig Räume. Marcos Alvarez, der geschubst wird und zu Boden geht, gibt den Freistoß für den OFC. Und ich glaube, da wäre sogar Feiger eigentlich durch gewesen bei diesem langen Ball. Beschwert sich deshalb, dass es da Freistoß gibt und nicht Vorteil. Aber weiter geht's. Freistoß OFC. Also aus zentraler Position, allerdings 40 Meter vom Tor entfernt. Marcos Alvarez wird ihn ausführen und gleich schön in Richtung zweiten Pfosten chippen, denke ich mal. In Richtung neue Knote und Rossmann. Achtschesen mit dem Kopfball ans Außennetz. Gute Variante. Gibt Applaus, gute Chance, leider vorbei. Ja, die Freistöße, die Eckbälle, die ganzen Standards heute, die kommen wirklich gefährlich vors Tor. Haben Sie das im Training geübt, Marius? Klar, das üben Sie auch. Hier kommt der Freistoß rein und Achtschesen läuft da weg von seinem Gegenspieler. Fehler jetzt von der Eintracht im Aufbau. Jason Breitenbach geht dazwischen, findet Marcos Alvarez. Alvarez mit dem Schuss, aber den trifft er nicht ganz. Geht am Tor vorbei. Trotzdem erste Offensivaktion von unserem Stürmer. Wieder Abstoß. Eintracht Frankfurt. Auf die rechte Seite gelegt und dann in der Zentrale viel Platz für Daniel Dejanovic. Pass in die Spitze in Richtung Nacho Ferri, den nimmt er gut an, aber Brinkies kommt raus. Ist sehr wachsam. Rutscht in den Ball, holt sich die Kugel, wirft dann ab, links raus auf Christian Achtschesen. Achtschesen erstmal zurück zu Rossmann, der mit links in Richtung Ronny Marcos. Setzt nach und der UFC holt sich die Kugel zurück. Achtschesen geht durch, drei, geht durch vier. Immer noch Achtschesen, treibt die Kugel voran. Achtschesen, jetzt wird er gestört. Kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Konterchance, Eintracht Frankfurt. Oh oh, da kommen sie über die rechte Seite. Achtung, in die Mitte gespielt zu Ferri, aber kein guter Pass. Ein Glück. Und dann ist es Breitenbach, der erstmal hinten rausklären kann. Oh. Ja, da hat mir Glück, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben aus dem 4 gegen 2. Das war sehr gefährlich. Definitiv. Zum Glück dann der letzte Pass nicht gut bei den Frankfurtern. Kommen jetzt wieder über die linke Seite. Gibt Ecke. Ecke für die SGE in der 67. Spielminute. Steht 1:1. Futkoi hat für die Eintracht in der 54. Minute für den Ausgleich gesorgt. Ja.
Eckball muss aber verzögert werden, weil die Eintracht wechseln muss. Da hat ein Spieler einen Krampf. Wird jetzt gewechselt. Fischer kommt rein. Erneuter Wechsel bei unseren Gästen vom Feld in die Nummer 5. Der Mann mit der Nummer 19. Heute bei Nummer 19, Ben Luca Fischer. Und Finn Otto geht raus. Gerade von Krämpfen geplagt. Und auch der UFC wird nochmal doppelt wechseln. Jopek und Garcia kommen aufs Feld. Jetzt aber erstmal die Ecke auf den kurzen Pfosten. Rossmann dazwischen und raus. Zweite Welle von der Eintracht. Lange Flanke, kommt aber auf die Brust von Vincent Moreno. Und Vincent Moreno weit nach vorne geschlagen, den Ball. Aber Simon Simoni im Tor von Eintracht Frankfurt passt auf. Wir kommen jetzt über die rechte Seite mit Marc Wachs. Immer noch Wachs in der Zentrale. Ball weiter gespitzelt zu Müller. Neue Knote. Kann klären. Auf jetzt. Feigenspahn über die rechte Seite. Mike Feigenspahn in die Mitte gechippt. Aber der kommt nicht an, der Ball. Abpraller landet aber wieder beim UFC. Und Vincent Moreno legt zurück zu Knote. Wieder zu Moreno auf der rechten Seite. Vincent Moreno, nicht viele Optionen da gerade vorne in der Spitze. Knote. Ja, du sagst es, muss ein bisschen mehr geschoben werden. Ja, ja. Es ist ein bisschen wenig Bewegung in der Mitte. Jetzt aber die Kickers im Vormarsch. Und im letzten Moment legt sich da Vincent Moreno den Ball zu weit vor. Das war eigentlich so ein guter Antritt von ihm. Diese Unterbrechung gibt natürlich uns die Chance zu wechseln. So, der UFC wechselt aus. Vom Feld geht mit der Nummer 26, Aldi Misanovic. Und natürlich auch eine Trinkpause jetzt in diesem Spiel. Ich glaube, das hat der Schiedsrichter jetzt auch angezeigt. Gibt eine offizielle Trinkpause. Mike Feigenspahn geht vom Feld. Und Almin Misanovic gehen vom Feld. Rafa Garcia 25. kommt auf das Feld. Und auch Björn Jopek. Also, positionsgetreue Wechsel. Paul Garcia eher auf der linken Seite auf dem Flügel beheimatet war in der Vergangenheit. Jopek geht auf die 6 für Almin Misanovic. Das Ganze in der 70. Minute. Steht weiter 1:1. Mittlerweile eine ausgeglichene Partie. Offizielle Trinkpause jetzt in der zweiten Halbzeit auch. Also das natürlich offiziell. Los für die Jugend hat heute gewonnen die Losnummer 700-700. Herzlichen Glückwunsch. So, weiter geht's für die letzten 20 Minuten. Das Einleiten in die Schlussphase. 7.811 Zuschauer schauen das Spiel heute. Wir bedanken uns bei 7.811 Zuschauern. Vielen Dank für Ihren neuen Besuch. Dankeschön. Ferner habe ich noch einen Hinweis, und zwar es wurde ein Personalausweis gefunden. Weiter geht's mit einem Freischuss gleich für die SGE. Nach dem Einsatz von Vincent Moreno. Den guten Sololauf. Schade, dass der im Gegner geendet ist. Ja, sehr schade. Das wäre jetzt so wichtig gewesen. 2:1 an der Stelle. Aber wir sind dran. Ab und zu. Wir sind ab und zu dran. Du hast es richtig erfasst. Und der UFC verschiebt und verlagert auf die linke Seite. Ach, Jason, der sich den Ball ein bisschen zu weit vorlegt. Und deswegen verliert. Die Frankfurter kommen über die Mitte. Futkoi und Wachs mit dem Abschluss. Parade von Brinkies. Da haben sie schnell durch die Mitte gespielt. Und der UFC muss unbedingt den Zugriff finden. Wir haben es nochmal in der Wiederholung. Ja. Schön rausgespielt hier an der Stelle. Und zentral auf die Stürmerspitze. Brinkie ist Gott sei Dank am Ball und jetzt gibt es die Ecke. Aber du hast recht, da muss jetzt wieder Entlastung nach vorne und hinten müssen wir gucken, dass wir diese Dinge vermeiden, diese Bälle in die Zentrale, die so gefährlich sind. Ganz wichtig heute,
kein Tor mehr zu fangen. Eckball bringt erstmal nichts ein und Garcia behauptet die Kugel. Hinten rausgeklärt, aber die Eintracht holt sich den Ball schon wieder zurück und spielen ganz nach hinten zum Torwart. Aufbau jetzt auf ihrer Seite und der FC muss ran, der muss ran da. Raus aus der Hälfte und weiter pressen. Ball in die Spitze, landet bei Knote, ganz unangenehme Höhe, wo er den Ball da gerade annehmen musste, macht das aber gut. Und verlagert auf die rechte Seite. Vincent Moreno, ein bisschen Platz vor sich. Jetzt mit dem Pass zu Rafa Garcia. Erste Aktion von Garcia, holt einen Einwurf raus. Garcia führt ihn auch selbst aus und kriegt den Ball auch direkt wieder zurück. Jetzt die Kickers hier mit dem Ball, der leider verunglückt. Aber Rossmann, der passt natürlich auf. Macht er gut. Und Christian Achtjesen mit der Flanke aus dem Halbfeld in Richtung Nazarov. Abseitsposition soll es gewesen sein von Dima Nazarov bei der Flanke von Achtjesen aus dem Halbfeld. Darf ich das nochmal? Ja, der Freistoß nach dem Abseits wird jetzt ausgeführt. Die Fans singen unermüdlich weiter, versuchen die Mannschaft anzupeitschen. So ist es und Christian Neithardts konzentrierter Blick. SGE mit dem Ball auf die rechte Seite, landet aber dann bei Jopek. Jopek mit dem Chipball nach vorne in Richtung Marcos Alvarez. Der geht zu Boden im 16er. Aber das reicht nicht für den Schiedsrichter. Jopek holt sich die Kugel auf der linken Seite, spielt in die Mitte zu Nazarov. Nazarov wird beackert und bearbeitet von Müller und kann deswegen nicht abschließen. Zu stark verteidigt gerade. Und neue Knote zieht am Trikot. Marcos Alvarez liegt immer noch vorne. Auf Höhe des 16ers nach der Aktion gegen Wachs. Haben wir das nochmal in Erinnerung? Und ich frage gerade mal, wir schauen jetzt nochmal hier, ob es da nicht eine Wiederholung gibt. Ja, Jopek zu Marcos Alvarez. Ja, weiß nicht, er wird getroffen, geht deshalb zu Boden. Keine aktive Bewegung von Wachs. Aber eine Berührung wird er gespürt haben. Naja, geht weiter ohne Elfmeter. Freistoß Frankfurt und die Schlussviertelstunde wird eingeläutet. Auf geht's, nochmal eine richtige Kickers-Viertelstunde jetzt hier. Die zweite Halbzeit. Nicht mehr ganz so schnell wie die erste. Klar, auch viel dem Wetter zu schulden. Ach, Jason, erstmal hinten raus. Mal in die Spitze gespielt und dann ein Pass auf die linke Seite von Eintracht. Nochmal hinten in die Verteidigung und dann spielen sie sich den Ball gerade hin und her. OFC findet nicht zurecht. Den Zugriff gerade. Jetzt mal Vincent Moreno, der gefoult wird. Und zwar herbe. Und der Schiedsrichter unterbindet den Konter. Pfeift Foul und Freistoß. Und das ist eine Konterchance gewesen für den OFC. Vincent Moreno braucht medizinische Unterstützung. Ja, Jörn Klümper, der sich das Ganze anguckt, zusammen mit einem unserer Mannschaftsärzte. Vincent Moreno, da habe ich den Schrei bis hier gehört. Ja, hat auch zu Recht die gelbe Karte nach sich gezogen. Ja, Maximilian Brauburger war das, der hier die gelbe Karte erhalten hat. Wie gesagt, völlig zu Recht. Also weitergehen mit Freistoß OFC und hoffen um Vincent Moreno, unseren Rechtsverteidiger, der da mit schmerzverzerrtem Gesicht bei etwaigen Tests da am Boden liegen bleibt und jetzt langsam
wieder auftreten kann. Das hat ihm wehgetan. Vincent Moreno, ein echter Krieger auf dem Feld. Muss schauen, ob es weitergeht. Anscheinend geht's. Hoffentlich auch zu 120%, denn die sind nötig. In diesen letzten Minuten jetzt. Neue Knoten zu Max Rossmann. Rossmann zu Achtschesen auf der linken Seite, der in die Mitte zu Jopek, der mit dem Pass in die Spitze in Richtung Ronny Marcos, Eintracht Frankfurt, weg. Klärt erstmal Richtung Seitenlinie. Gibt den Einwurf für den UFC, Christian Achtschesen. Nach vorne geworfen in Richtung Marcos Alvarez, aber da kommt er nicht mehr ganz dran. Ein Eintracht-Spieler dazwischen. Rossmann. Und auch Jason hat die Idee, Ronny Marcos direkt zu schicken. Schafft er aber nicht. Stattdessen Eintracht Frankfurt mit dem Konter. Fahne bleibt unten. Futkoi. Stun hat schon fertig gespielt. Brinkies. Knote rutscht aus. Und der Ball ist im Tor. Das gibt's gar nicht. Die Eintracht dreht das Spiel nach dem Pass. Und dann ist es Futkoi, der Nacho Ferri schickt. Brinkies noch dran, Knote rutscht aus. Und der Ball hoppelt ins Tor. Tor für unsere Gäste sind die Nummer 9, Ignacio Ferri Julia. Boah. Ja, und das ist eigentlich abseitsverdächtige Position schon wieder. Von Futkoi, der dann weiterspitzelt. Naja. Vincent Moreno in die Mitte gespielt zu Breitenbach. Beim Anstoß und die Fans melden sich nochmal. Auf geht's, kämpfen und siegen. Kämpfen tun sie heute. Ja, bitter, bitter. Da fehlen einem echt die Worte, ne, Marius? Total, ja. Muss er mal eben durchschnaufen nach diesem Tor. Eintracht mit dem Einwurf jetzt auf der rechten Seite. Elias Baum. Und Wechsel beim UFC. Christian Derflinger kommt für Jason Breitenbach. Christian Derflinger. Weiter geht's hier mit einem Einwurf für Frankfurt. Weitergeleitet nach vorne. Jopek dazwischen. In die Spitze gespielt. Allerdings in die Beine eines Frankfurter Verteidigers. Jopek holt sich den Ball, bleibt aber hängen an Dejanovic, Ferri, Eintracht Frankfurt kontert auf der linken Seite, auf einmal durch mit Müller, Abschluss und vorbei am Tor, weil Brinkies noch dran ist und zwar bärenstark, verhindert hier den K.O. Hier haben wir es nochmal in der Wiederholung. Ferri, der Müller findet. Und dann ist Brinkies irgendwie noch dran. Mit einer Hand. Boah. Also Brinkies kann man heute gar nichts vorwerfen. Nee. Ja, und die Frankfurter lassen sich natürlich jetzt recht viel Zeit beim Ausführen der Ecke. Der Nummer 8, der Janovic, der hier den Ball schlägt. Aber harmlos abgewehrt von, der Offenbacher Abwehr. Rossmann mit dem Kopf. Ja. Rossmann, einfach mal Langholz nach vorne. Einwurf UFC auf der rechten Seite. Rafa Garcia. Wartet auf Vincent Moreno, der ausführen wird. Kommt jetzt, Jungs. Das Ding müssen wir irgendwie noch biegen. Zumindest den Ausgleich brauchen wir alle.
Vincent Moreno jetzt eingeworfen in Richtung Marcos Alvarez. Flanke, Garcia wird abgefälscht. Es gibt Ecke für den UFC. Eckball. Chance für Marcos Alvarez, den hier schön reinzubringen. Marcos Alvarez bei der Ecke. Vier Schritte Anlauf. Jetzt kommt sie rein in Richtung Elfmeterpunkt. Jopek. Abralla landet bei Nazarov. Nochmal Jopek. Tor! Tor für den UFC. Und es steht 2:2. Junge, Junge, da ist das Ding zum 2:2. Unentschieden. In der 83. Minute. Nach dieser Ecke ist es ein. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. So, und jetzt ist sie nochmal wach. Einwurf allerdings für die Eintracht auf der rechten Seite. Für den UFC durch ein Eigentor, damit neuer Spielstand. Kickers! Eintracht! Danke! Grätsche von Garcia gegen Brauburger gibt eine Freistoßsituation für die Frankfurter. Sehr gute Gelegenheit, sehr gefährliche Position. Freistoß für die Eintracht. Mauer steht noch nicht ganz. Vier Mann Mauer. Osman, Knote, Jopek, Jason. Ach, Jason. Die stehen da drin. Marc Wachs wird ausführen, wahrscheinlich mit links. Jetzt kommt der Freistoß in die Mauer. Raus. Und Dima Nazarov holt sich den Ball. Zu Ronny Marcos gelegt. Marcos mit dem langen Ball nach vorne in Richtung Marcos Alvarez. Kommt nicht an, geht ins Seitenaus. Und es gibt Einwurf Eintracht. Die jetzt hier nochmal doppelt wechseln werden. UFC hat, glaube ich, schon alle fünf Wechsel. Jetzt wird es hier nochmal richtig laut. Unsere Gäste wechseln erneut aus vom Feld gehen. Mit der Nummer 11. Ja. Doppelwechsel bei den Frankfurtern. Brauburger geht vom Feld und der Torschütze Futkeoi oder Futkoi. Ja, dafür Starodit und Hauswurt, die jetzt neu auf dem Feld sind. So, und jetzt geht's weiter mit dem Einwurf für die Kickers. Ach, Jason hat ihn rausgeholt gegen Nacho Ferri. Christian Ach, Jason. Sucht und findet Marcos Alvarez, der gefoult wird, gibt den Freistoß für den UFC. Und den wollen sie nicht schnell ausführen, sondern natürlich warten, bis die Großen oben sind. Jetzt schnell ausgeführt zu Jopek auf der Grundlinie, zurückgelegt zu Ronny Marcos. Ronny Marcos. Nochmal Marcos, ah, abgeblockt. Zweiter Ball bei Vincent Moreno. Moreno irgendwie mit dem Schienbein nochmal rein. Und dann geht der Ball aber durch bis zum Torhüter, bis zu Simon Simoni. Achtung. Marcos Alvarez hilft hinten gut aus. Schimmt den Ball dann ab. Dann clever rausgespielt mit Rossmann und mit Achjesen weit nach vorne. Allerdings landet der Ball genau auf der Brust von Marc Wachs. Freistoß jetzt. Kurz ausgeführt von Eintracht Frankfurt auf die linke Seite verlagert.
Garcia geht hinterher. Er arbeitet sich den Ball. Aber dann gibt's Ecke. Eckball. SGE auf der linken Seite. In der 88. Spielminute. 7:7 Ecken in diesem Spiel. Jetzt kommt die Ecke auf den kurzen Pfosten gezogen. Achtung! Am langen Pfosten kommen sie nochmal dran. Aber gut verteidigt von Christian Derflinger. Neue Knote kommt nicht mehr hinterher. Der Ball landet im Seiten aus. Einwurf, Eintracht. Ich denke, es wird bestimmt so 3 Minuten oben drauf geben. Was sagst du? Ja, 3 auf jeden Fall. Wir haben eine längere Verletzungspause. Trinkpause. Ja, vielleicht sind sogar 4 oder 5, ja. Einwurf der Frankfurter. Über die rechte Seite. Jetzt Ronny Marcos, aber da enger Mann. Gibt trotzdem Einwurf für die Frankfurter wieder. So, Elias Baum legt sich den Ball vor. Und jetzt ist ein turbulentes Gerangel, aber die Kickers am Ball. Müsst euch jetzt befreien da hinten. Aber wieder die Frankfurter und wieder im Seiten aus. Einwurf für die Frankfurter in Schwarz. Mit dem Einwurf über die rechte Seite. Im Strafraum, da wird der Frankfurter zu Fall gebracht, aber kein Foul. Hier wird Elfmeter gefordert, stattdessen gibt es Abstoß für den OFC. Vincent Moreno nach vorne zu Garcia. Garcia wird gedeckt von 2 Spielern, immer noch Garcia. Dribbelt sich durch, sucht dann Marcos Alvarez. Ball landet bei Jopek. Ronny Marcos, Vorteil läuft. Werflinger auf die linke Seite zu Achjesin, der mit der Flanke in Richtung Diman Nazarov mit dem Rücken zum Tor. Erstmal geklärt, Jopek mit dem Kopf nochmal dran. Achjesin in Richtung Derflinger mit dem Rücken zum Tor, kriegt von Wachs da Dampf gemacht, weiter dranbleiben, aber SGE klärt erstmal hinten raus. Und will jetzt kontern. Rossmann geht dazwischen, ganz stark gemacht von unserem Kapitän. Und jetzt wird das Spiel abgepfiffen, weil Noel Knote nach dem Zusammenscheppern auf dem Boden liegen bleibt und offensichtlich Schmerzen hat, ist er im Kopfballduell mit Nacho Ferri zusammengeprallt. Und jetzt gibt es auch noch Gelb für Christian Neithardt. Und für Jauke Faber und eigentlich für die komplette Bank. Also wirklich. Mann, Mann, Mann. Viel Trubel hier in dieser letzten Zeit dieses Spiels. Es können eigentlich nur noch so um die 2-3 Minuten sein. Mal schauen, was der Schiedsrichter noch nachspielen lässt. Hat hier mit gelben Karten um sich geschmissen. Nachdem Noel Knote sich da verletzt hat. In einer Kopfverletzung ist das normalerweise im Regelwerk, dass sowas dann sofort auch unterbrochen wird. Dann kriegt der OFC den Ball und damit abgepfiffen. Und Neithardt und auch Christian Hauptmann, auch Jocke Faber haben Gesprächsstoff und Gesprächsbedarf mit dem Schiedsrichter. Laura, ich muss mich gleich verabschieden. Ich muss runtergehen. Du kommentierst das hier zu Ende, kommentierst hoffentlich den Sieg noch rein. Ich muss runter. Und dann toi 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 von mir und viel Spaß noch im Stream. Wir versuchen jetzt gleich mal reinzubabbeln, wie der Lars immer früher so schön gesagt hat. Aber noch ist ja die Verletzungspause hier am Laufen. Ganz still jetzt hier auf einmal.
natürlich auch alle unter Strom. Die letzten Minuten jetzt hier, die Anspannung, die ist zum Greifen. Das ist Wahnsinn. Was ein Spiel. Nach den ersten 2 Minuten hätten wir nicht gedacht, dass das noch so aufregend hier wird zum Ende hin. So. Jetzt bin ich echt gespannt, wie lange da jetzt nachgespielt werden wird. Okay. Schiri fordert den Ball, wird gleich weitergehen. So. Das hat sich alles jetzt ziemlich gezogen, aber jetzt scheint es weiterzugehen und die Fans sind am Start. Ja, Nasenverletzung hier an der Stelle, wurde aber getaped. Und ja, Knote scheint wieder einsatzbereit zu sein, aber das Blut steht ihm noch auf dem Rücken. Das Trikot muss auch noch gewechselt werden, das ist so im Regelwerk verankert. So. 6 Minuten Nachspielzeit hat der Schiri eben durchgegeben. Das ist, denke ich, in Ordnung. Also ab jetzt 6 Minuten noch oben drauf. Und die Kickers am Ball. Garcia hier wird in die Mangel genommen von 2 Frankfurtern. Aber hat das gut geklärt. Und jetzt gibt es den Freistoß für die Kickers. Garcia wieder am Ball. Versucht ein bisschen selbst zu dribbeln. Hier links. Versucht den Ball auf die Außen zu bringen, aber scheitert an den Frankfurtern. Aber die Kickers hier ohne Bedrängnis. Und jetzt der Abstoß hier Richtung Mittelfeld. Garcia nach rechts und jetzt wird wahrscheinlich ein langer Ball kommen. Nein, versuchen es kurz über die Außenbahn. Wir müssen uns aber wieder ein bisschen zurückziehen, zurückgetreiben lassen. Und auch jetzt kommt der Querschläger nach links. Aber leider ist da keiner unserer Stürmer und so landet der Ball hinter dem Tor der Frankfurter. Abstoß Simoni. Er lässt sich natürlich jetzt wieder ein bisschen Zeit. Jetzt folgt der Abstoß recht weit. Jopek am Ball. Versucht den hier nach vorne zu spitzeln. Und Foul im Mittelfeld hier von Jopek. Und die Frankfurter legen sich den Ball zum Freistoß hin. Auch hier, das alles geschieht eher in Zeitlupe. Scheinen mit dem 2-2 durchaus zufrieden zu sein. Die Frankfurter über die linke Seite. Jetzt kommt die Flanke halb hoch in die Mitte. Aber kein Problem für die Kickers. Die jetzt hier über Brinkis klären und der ein Querschläger nach rechts verursacht. Nicht in Zeiten aus, aber die Frankfurter wieder am Ball und ja, taktisches Foul hier an der Stelle. Jetzt gibt es den Freistoß auf der linken Seite. Hauswirt nimmt sich hier den Ball mit der Nummer 23. Kurz ausgeführt. Und ja, flach vors Tor, aber ins Aus gerettet. Jetzt gibt es hier die Ecke für Frankfurt. Mit der Nummer 8, der Janovic, der den hier schießen wird. Und die Kickers sind hier im Strafraum verzingelt. Außer Alvarez, der ist vorne. Ansonsten alle im Strafraum. Rausgerettet nach vorne. Jetzt hier die Kickers mit dem Konter. Marcos vorne in der Spitze. 2-1, aber leider ein bisschen zu weit. Und der Torwart Simoni kommt raus und rettet hier. Rossmann mit dem Kopfball, dem Befreiungskopfball, aber leider auf die rechte Seite, wo niemand ist. Und die Frankfurter schießen links ins Aus, weil hier wohl ein Offenbacher auf dem Feld lag. Fairness halt halber. Wir sehen es nochmal. Hier sehen wir nochmal die Chance. Also den Eckball. Rausgeköpft. Und hier nochmal das Foul. Oder vermeintliche Foul.
So. Der Ball ist wieder beim Keeper der Frankfurter. Wird ein bisschen geprallt, ein bisschen Basketball gespielt. Jetzt der weite Abschlag, der hohe in unsere Hälfte. Rossmann mit dem Kopf da. Jopek auch nochmal mit dem Kopf da. Ist jetzt gerade so ein bisschen Ping-Pong. Keiner sichert den Ball. So. Jetzt kommen wir hier mit Nazarov über die linke Seite, der leider den Ball aber wieder verliert. Und jetzt die Frankfurter im Gegenzug. Mit der Nummer 2, Baum Elias, der hier, also Elias Baum, der hier Gas gibt, in die Mitte stürmt. Aber ja, die Kickers hier. Gott sei Dank mit der Rettungsschlag. Und die Frankfurter wieder in Richtung Tor. Der Offenbacher. Und Einwurf für uns. Weiter Einwurf auf Nazarov, der hier geschubst wird. Kann man meiner Meinung nach geben, aber wird nicht abgepfiffen. Die Frankfurter. Okay. Harmlose Flanke. Und die Kickers wieder im Ball von hinten über die rechte Seite. Wird nochmal Gas gegeben, aber zwei Frankfurter direkt zur Stelle. Und hier wieder ein Foul im Strafraum, kleine Nicklichkeit. Gibt es den Freistoß für uns. Garcia schlägt den Ball zurück. Müsste jetzt eigentlich mal ein bisschen schnell gehen. Aber wir warten, bis unsere großen Spieler vorne im Strafraum sind, um eine hohe Flanke reinzuschlagen. Kopfballstärke haben wir ja. Kommt die Flanke. Aber leider harmlos. Die Frankfurter da mit ihrem Kopfball und ihrer Rettung. Und der Ball geht in Zeiten aus auf die linke Seite. Garcia nimmt sich direkt den Ball. Komm, schnell, schnell, schnell. Ist nicht mehr viel Zeit. So, weiter geht's Richtung Frankfurter Tor. Hier kommt die Flanke. Und Kopfball und Tor! Kapitän Rossmann mit dem Befreiungstor. Max, ganz großes Kilo. Wir sehen es nochmal hier in der Wiederholung. Rossmann mit dem Kopf, schön in die rechte Ecke, unhaltbar für Simoni. Maximilian Rossmann. Maximilian, damit Endstand, das Spiel ist aus. Die Kickers gewinnen last minute 3:2. Was ein Spiel, ein wahres Fußballfest. Wir sagen Tschüss aus Offenbach und lassen die drei Punkte hier.